Hallo Freunde von, ja gut, von was ihr halt auch Freunde seid, denn das ist nicht nur Vorschips, das ist Sharkys neues React-Format, wo er Frank und mir den Podcast ab und dieses Format aufgezwungen hat, immer live montags um 20:30 Uhr, vorher war Vorschips, mit den Sharky und vielleicht zukünftig auch mit EPS und mit Frank. Frank, der aber keine Kamera hat. Es wird Stück für Stück ein bisschen professioneller. Das war und auch die zweite Folge mit Zoom, ein bisschen rein. Gewurstelt, sieht okay aus und wird ab Folge 3 dann hochwertiger produziert. Ist lustig. Wenn ihr euch den Podcast gegeben habt oder gerne mal reinschnuppern wollt, ich sage nur, man muss nicht eine Ahnung haben, um eine Meinung zu haben. Dementsprechend, das ist das neue Format. Viel Spaß für alle, die es am Montag im Stream verpassen. Ich warne euch. Schaut einfach ab. Es ist besser jetzt. Besser jetzt als zu spät. Seht ihr jetzt was? Ja, jemand, das ist Schalke, wie er spielt. Sehr gut. Ja, sehe ich Gut, nicht. ich kenne die Doku nicht. Die Doku heißt Gaming. Wenn es Computerspiele, was? Nee, wann ist es Computerspielsucht? So heißt die Doku Ich übrigens. weiß nicht. Ist Ich das habe ein keine Thema, das Ahnung. uns interessiert? Was ist mit 180 Jahre Zucker aus dem Norden? Guck mal, vielleicht später. Wir sollten Ich den Chat kenne die Dokus entscheiden lassen. nicht. Das sind Ich kenne die Dokus Nordstories. nicht. Lass uns einfach mal rein. Das sind 15 Minuten, wenn wir überstehen, oder? Also, Ich Chat. mache uns 3, mal 2, kleiner. 1, go. Kannst du ein Vorbild machen und uns kleiner machen, ja. Also besser, oder? Und bam! Wer hat denn da Start gemacht? Du. Finger weg. Geht das auch Finger Vollbild? weg. Das geht nicht Vollbild. Geht nicht Vollbild? Naja, bei mir auch nicht. Ist ja wurscht, ich habe einen großen Bildschirm. Musst du wahrscheinlich skalieren, ne? Dann wieder. Ja, da kommt schon alles, ja. Beziehungsweise, ne? Verstehst du? Musst du wieder quasi Ausschnitt machen. Warte mal. Alles scheiße. Er watcht du gerade am Arsch. Der muss in den Knast. Wir sind ja nicht in Österreich. Nee. Der muss nicht Egal, hin. lass das so. Lass das so. Die Leute sind noch Wir lassen hier. das so. Ich schiebe uns hier auf den Rand. Ich habe ihn 82 Mal getötet und er mich 18 Mal. Durchschnittlich verbringen Jugendliche 5 bis 6 Stunden täglich am Bildschirm. In der Pandemie ist es deutlich mehr geworden. Das sind Internetfreunde. Wir haben uns in der Gruppe Immer mal immer pausieren. jünger. Nein, Pause! Digital Nein, jemand Wie kann ich Pause machen? Das ist Pause gemacht. Einfach auf den Pause-Button. Ja, aber es ist zweimal weitergegangen. Erstens ist das Schmutz. Zweitens, warum 5 bis 6 Stunden im Internet, vom Nein, Computer? hat er nicht gesagt. 5 bis 6 Stunden vom Bildschirm. Ja, ach so, stimmt. Digitale Wie Medien schon im Kindergarten. 2 Stunden zocken durch. Wir schaden den Kindern. Je mehr wir sie den Medien aussetzen, desto mehr schaden wir ihnen. Bruder, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Der Doktor, der sagt, wir schaden die Kinder nicht mehr, wenn die den Medien aussetzen. Der sieht sowieso geschädigt aus. Bei dem würde ich nicht mal die Hand schütteln. Er ist halt alt. Manfred Spritzer. Nochmal, das ist nicht meine Meinung, das ist medizinisches Wissen. Wie sollen sich Eltern verhalten? Wir können schlecht in der Erwachsenenwelt immer sagen, Digitalisierung ist das Heilmittel für alle möglichen Probleme, die Gesellschaft hat, und dann gleichzeitig so eine romantisierende Vorstellung von Kindheit haben, die möglichst nur im grünen Wald stattfinden soll. Hallo? Für manche wird das Zocken zur Sucht. Globalisierung und Digitalisierung ist mega, sonst könnte das alles nicht passieren gerade. Das ist Gold. Da fällt mir ein, gibt es das Unreal Tournament kennt ihr eigentlich noch? Ja, der ist, glaube ich, sogar ziemlich erfolgreich, ne? Ja, Glaube ich, der hat irgendwie so eine Karriere gemacht oder so. der leitet jetzt einen Mega-Aktienfonds und ist Multimillionär. Das bedeutet, wenn ihr hättet ihr früher Unreal Tournament gespielt, wärt ihr jetzt rich. Hättet Ich will Unreal Tournament spielen. Hättet ihr eure Tastaturen kaputt gemacht, weißt Hat du? sein Vermögen mit unkaputtbaren Tastaturen gemacht. Der soll aber auch ein Mega-Muckimann geworden sein, ne? Also so ein Mega-Bodybuilder und so ein Scheiß. Sehr Habe ich gut, auch ja. gehört. Und so Man isst ein nicht mehr so viel Bursche. wie vorher, trinkt jetzt zum Beispiel zum Wachbleiben nur Energies, verliert die Interessen, man macht nichts mehr mit Freunden, man will eigentlich nur noch wirklich an seine Konsole und zocken. Zählen dazu jetzt auch Online-Freunde? Ja, wollte ich jetzt auch gerade fragen. Ja, aber es ist doch klar, ich meine, wenn man zocken möchte, dann möchte man zocken, oder nicht? Ich meine, Hm, keine Ahnung. wenn du des Zockens nicht würdig bist, dann lass es sein. Also, ich Ja, habe auch schon hör auf, tatsächlich irgendwie zu machen. nur Spiele gespielt, damit ich es mit euch spielen kann. Ja, mache ich auch. Schalke ist da meistens schuld, weil er muss jede halbe Der Stunde ein neues Spiel genau, haben. er hat Ja, diese das komischen ist. Spiele aus. Also ich finde es nicht schlimm. Also ganz ehrlich, das, was der Junge gerade gesagt hat, ich weiß nicht. Also wenn die Jugend das als Belastung empfindet, dass sie jetzt irgendwie stundenlang zu Hause zocken und sich irgendwie isolieren von der Außenwelt, dann sind sie halt keine Zocker. Ist meine Meinung. Was ist denn bitte für dich ein Zocker? Ja, ein Zocker ist einfach der Zockt. Mein Gott, ich setze mich auch ab und zu mal, sogar jetzt in meinem Alter von 40 Jahren, setze ich mich auch ab und zu mal 8, 9 Stunden vor den Rechner und zocke. Am Stück.
Am Stück. Wow. Ich bin ja froh, wenn ich mal eine Stunde durch habe mittlerweile. Du bist auch eine Pussy, Alter. Mhm. Ja, ich weiß. Okay, mal weiter. Achso, ich habe hier noch Spiele und soziale Medien. Achso, wegen der Lautstärke-Chat. Ist es wegen der Lautstärke okay von der Doku oder sollen wir leiser machen? Kann jeder machen, wie er will. Nee, du machst das für uns alle, glaube ich. Ach so? Ja. Das ist ja scheiße. Ja, wenn du das streamst, ist ja klar. Ein Milliardengeschäft, das mit Suchtfaktoren spielt. Die Spieleindustrie hat somit eine hohe Verantwortung und entzieht sich leider bisher jeglichen suchtpräventiven Bemühungen. Zocken ohne Ende. Wann ist es Computerspielsucht? Digitale Medien in Kinderhand. Ein Reizthema zwischen Eltern und Kindern. Ich kenne keine Familie, wo es nicht so ist. Überall ein ständiges Verhandeln. Regeln werden aufgestellt, gebrochen, Streit Tag für Tag. Pause. Ich habe Pause gemacht. Ich bin noch mit nur... Das geht nicht. Kannst auch mit Leertaste eine Pause machen, glaube ich. Ja, das geht. Jetzt geht's schon wieder weiter. Was ist das Programm für ein... Schack, hör auf. Ich kann das hier sehen. Ja, muss man sagen. Von wo ist denn die? Ist das ZDF Nord Story? Was ist das? Was ist das für ein... Ja, NDR, öffentlich-rechtlich. Norddeutscher Rundfunk. Habt ihr da gerade zugehört? Ja, klar. Wo sie gesagt haben... Dass sie den Kindern sagen... Ganz so, genau. Das Problem ist nicht das Zocken. Das Problem ist die Erziehung. Wenn ich sage, es wird nicht gespielt unter der Woche, dann wird nicht gespielt unter der Woche. Fertig. Ja. Aber Jacqueline, Dörte, Paulina, die kann aber unter der Woche spielen. Ja, deswegen ist Jacqueline, aber Dörte, Paulina fliegt auch aus der zweiten Klasse und wird dann mit 18 Prostituierte sein und so Schwänze lutschen am Bahnhof. Weißt du? Das sind so, das sind so 80er Jahre Totschlagargumente. Den Zirkus habe ich jeden Tag, sag erst. Es tut mir leid, ja, aber die Welt entwickelt sich nun mal. Die Welt ist nun mal digitaler geworden und die Kinder verbringen nun mal mehr Zeit mit digitalen Medien. Und nein. Das sind natürlich auch Zocken. Nein, das stimmt ja, nicht. Du kannst halt drehen, wetten, wie du es möchtest, dass manche Spieler dieses Suchtpotenzial bewusst ausspielen, um halt möglichst Geld zu verdienen. Kinder, das ist außer Frage, oder? Kinder verbringen so viel Zeit vor dem Bildschirm, wie ich den Kindern Zeit vor dem Bildschirm zugestehe, weil es sind meine Kinder und ich habe Verantwortung. Kann die nicht, die würden 20 Stunden am Tag spielen. Meinst du nicht, dass du deinen Kindern quasi dann, Gott, was ist nie passiert? Ich habe irgendwas gedrückt. Meinst du nicht, dass du deinen Kindern quasi damit einen Teil ihrer sozialen Kompetenz erstens absprichst und zweitens ihnen einen Teil ihrer sozialen Kontakte halt, auch wenn es nur online ist, verwehrst? Kinder haben keine soziale Kompetenz. Kinder sind Egomanen. Nur so überleben sie von klein auf. Sie nehmen, wow. nehmen. Ja, fertig. Wow. Kinder haben keine Kompetenz. Das müssen sie erlernen. Ja. Natürlich haben Kinder Kompetenzen, hallo? Es geht aber um Medienkompetenz. Ja, die haben null Medienkompetenz. Kein Kind wacht auf und denkt fest, boah, jetzt bin ich fit und weiß, wie ich meine Kinder konsumieren nur. Die konsumieren am laufenden Band. Die essen dein Essen, die tragen deine Kleidung, verbrauchen dein Geld, konsumieren deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Und wenn du ihnen den Zugang zu allem Möglichen gibst, konsumieren sie das auch. Du bist dafür verantwortlich, dass sie lernen, etwas umzusetzen, zu verstehen, was gut und böse ist. Das ist... Naja, aber auf der anderen Seite, André, du stellst es gerade so wunderbar einfach dar, als ob das Kind das machen würde, was du sagst. Du kannst dem Kind nicht einfach sagen, du darfst nur 4 Stunden in der Woche an deinem Handy daddeln. Wie willst du das kontrollieren? Schau mal, da fängst du ja schon an. Ich habe mit 13 ein Handy bekommen und ich sehe jetzt Kinder mit 8, die ein iPhone haben, was 800 Euro kostet. Da frage ich mich, hallo? Also entweder verdienen diese Eltern sehr, sehr gut, weil Kinder achten nicht so sonderlich gut auf ihre Sachen. Oder aber... Ich bin ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich habe mit 18 mein erstes Handy bekommen. Ja. Als ich volljährig wurde, habe ich mein erstes Handy bekommen. Es muss ja nicht mit 18 sein, sondern mit 13. Darum geht es ja nicht. Mir geht es ja mehr um diesen Fokus, dass man das vielleicht ein bisschen von der positiven Seite sieht, wenn Kinder zocken. Dass sie halt lernen, mit anderen umzugehen, mit anderen im Team zu spielen. Auch wenn sie vielleicht mal ab und zu mal Shooter-Spiele spielen. Natürlich muss man aufs Alter achten. Ich würde jetzt nicht meinen 6-jährigen Sohn Call of Duty spielen lassen, ja? Du vielleicht nicht, aber ein anderer wird sagen, warum denn? Da muss ein bisschen Medienkompetenz. Der wird dann schon sehen, ob ihm das gefällt und ob er das weitermachen möchte. Also, naja, das ist es. Das ist jetzt übertrieben. Hallo? Der Konsum altersgerechter Medien liegt ja wohl bei den Eltern. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ja, sowieso. Aber jetzt schau dir das mal an. Fortnite ist ab 13, oder? Peggy 13 müsste es sein, wenn es mich nicht täuscht. Aber es spielen 7-Jährige und 8-Jährige.
Und dann fragt man, ja, aber ach, Fortnite, das ist halt, das ist so knutschi-putschi, das ist wie Barbie, nur halt mit Shotguns. Da schießt sich halt die eine Barbie der anderen Barbie ins Gesicht. Aber das ist es ja auch nicht nur. Da sind Tiere, die abgeknallt werden. Das Schwein ist kein Schwein. Das wird nicht getötet, um es zu essen oder ein Verständnis dafür zu entwickeln, sondern der Bezug ändert sich. Das Schwein gibt mir einen Mana-Trank. Fertig. Ja, ist klar, dass das nicht mit dem echten Schwein zu tun hat. Aber Kinder können oft nicht Fantasie und Realität unterscheiden. Deswegen haben die auch Probleme. Du kannst ja wohl einem Zwölfjährigen, sag ich mal, die Fähigkeit. Zwölfjährigen schon, aber ein Achtjähriger, spielen Achtjährige auch schon Fortnite, von ihren Eltern geduldet. Ja, das ist nicht mein Problem. Die haben sogar Skins. Das bedeutet, die Mutter oder der Vater kommt her, geben die Kreditkartendaten ein, damit ihr achtjähriges Kind sich Skins in Fortnite kaufen kann, ohne dass es einen Bezug zu Geld hat. Das ist aber mangelnde Medienkompetenz der Eltern. Ja, genau. Das ist mangelnde Kompetenz. Scheiß auf Medienkompetenz. Das kannst du einfach streichen. Das ist mangelnde Kompetenz. In diesem Punkt gebe ich dir recht. Natürlich, wenn die Eltern natürlich nicht darauf achten, was ihre Kinder konsumieren, ist es aber nicht die Schuld der Kinder. Ja, aber das Problem ist, du kannst es nicht kontrollieren, weil wie viele Leute kennen sich denn wirklich aus mit den Geräten, die sie kaufen? Da ist es schon das Größte der Gefühle, wenn manch ein Vater vielleicht beim Fernseher Netflix und Amazon Prime darauf zum Laufen bekommt. Geschweige denn, kaufst du deinem Sohn, der jetzt 10 ist, einen Computer, der von der Schule benötigt wird, oder so einen Laptop, ne? Was der damit anstellt. Kinder sind da viel gewiefter. Oh, hast du den Porno schon gesehen, wo der eine dem anderen in den Hals kotzt? Oh ja, den habe ich schon gesehen. Das ist gar nicht wild. Ich bin jetzt voll auf Snuff. Ah, du bist ja erst 12,5. Ja, ich weiß, aber man kann einfach bestätigen. Ab 18, ja, check. Weißt du, das ist halt das Problem. Genau, und da, wie Tarok schreibt, ist halt der einfache Weg bei den Eltern. Das Kind ist dann ruhig gestellt und nervt nicht mehr. Das Problem ist, natürlich. Das Kind, das nervt ja nicht von alleine. Das wird quasi zum Nerven angestachelt in der Schule, weil andere Eltern ja auch keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und etwas Wichtiges im Leben eines Kindes zu machen, nämlich etwas zu verbieten. Ihm eine Grenze beizubringen, eine Regel beizubringen. Prime, absolut bei dir, ja. Absolut bei dir. Aber heutzutage, also ich sag mal, die jungen Familien von heute, ja, das sind quasi die mit uns damals die Jugend erlebt haben. Und ich spreche schon den jungen Familien von heute die Fähigkeit, die Medien richtig einzustufen, die ihre Kinder dann konsumieren. Weißt du tatsächlich, was so auf TikTok abgeht? Leider ja. Das ist traurig. Ich habe eine Doku gesehen, da hat jemand eine 12-Jährige interviewt von der Straße und gefragt, warum sie einen Schnitt in der Nase hat. Und dann hat sie gesagt, das hat sie auf TikTok gesehen, hat auch einen TikTok gemacht und das hat sie dann in die Nase geschnitten. Ja, du weißt, dass das Selbstverstümmelung ist quasi. Das ist ein psychotisches Verhalten eigentlich. Natürlich hat das mit der da nichts zu tun, weil die hat keine Psychose, die ist nur dämlich und hat das, was sie im Internet gesehen hat, hat sie nachgemacht. Oder die Cinnamon-Challenge auf YouTube. Was man ganz kurz, was ich damit sagen will, ist, du verstehst vielleicht die Technik und du weißt, was das Internet ist, du kannst damit umgehen. Trotzdem hast du keine Ahnung, behaupte ich jetzt mal, was heute 12-Jährige tatsächlich im Internet konsumieren und was gerade hip und was in ist. Nein, also ich gebe natürlich der Prime insoweit recht, dass ein Elternteil natürlich das Recht haben sollte, den Kindern verbieten zu dürfen, was sie halt zurzeit konsumieren und was nicht. Absolut. Aber generell zu sagen, Kinder dürfen gar nichts konsumieren, das halte ich auch für den falschen Weg. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie dürfen nur eingeschränkt konsumieren und das Elternteil muss dabei sein, wenn der Konsum stattfindet. Weil du musst, ich will jetzt nicht sagen, Kinder soll man so erziehen, wie man ein Haustier erzieht, weil das wäre zu einfach gesagt. Aber wenn wir es ganz rudimentär runterspielen, musst Fehlverhalten korrigieren. Das muss man bei einem Kind machen. Wenn ein Kind auf die Herdplatte greift, dann korrigiert sich selbst, weil es Schmerzen empfindet. Dann wird es ja nicht mehr drauf fassen. Aber andere Dinge wie Moral oder die Ethik der Gesellschaft, Gut und Böse oder was man machen darf und was nicht, das muss man einem Kind beibringen und bei Fehlverhalten musst du das halt korrigieren und so ist es halt auch bei Medien oder im Internet. Wenn es im Internet etwas macht, was für das Kind ganz normal ist, weil es es anders nicht kennt, weil es nie korrigiert worden ist, dann hat jemand einen Fehler gemacht. Okay, so entstehen doch diese Mobbing-Opfer. Alles gut. Ich möchte nur vorschlagen, dass wir vielleicht weitergucken. Wir sind gerade bei 1 Minute 46. Ja, Frank, sag was. Er wollte doch auf meinen Punkt eingehen oder schauen wir weiter? Nein, lass hau raus, Frank. Weißt du, wir haben ja ein 14-Minuten-Video schon gesagt, dass die ältere Generation zwar mit der Technik vertraut ist, aber nicht wissen, was ihre Kinder damit tatsächlich angucken, weil sie eben nicht wissen, was gerade up to date ist.
Vielleicht geht die Doku auch wahrscheinlich in eine ganz andere auch, Richtung. Ja. Zum Beispiel, Eierperle sagt, was willst du auch sonst machen, wenn du im Heizungskeller ankettest, gibt es eine Ärger mit dem Jugendamt. Das ist, Eierperle, das heißt nicht Medienentzug oder Internetentzug, sondern mach aus einem, ich setze mein Kind vor den PC in seinem Zimmer und lass ihn Hardcore-Pornos schauen mit 10, setz den PC ins Wohnzimmer, wo am besten neben dem Fernseher mit Headset theoretisch, dann kannst du nebenher ein bisschen Fernseher schauen, hast ein bisschen Übersicht. Oder mach am besten, was ideal wäre, ich weiß, es ist undenkbar in der heutigen Zeit, sich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Quasi immer, wenn Medien- und Internetzeit ist, sitzt du mit deinem Kind vor dem Computer und konsumierst gemeinsam. Ja, komm, jetzt bleib realistisch. Ja, ich weiß, aber das, für den Anfang muss man das halt so machen, bis das Kind selbst ein bisschen, wie schon gesagt, Medienkompetenz entwickelt, um. Also es ist ja nicht umsonst so, dass bei manchen Kindern kommen zu ihren Eltern und sagen, Papa, in der Schule ist heute das und das passiert, das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Und andere machen das nicht. Natürlich, klar. Hm. Wenn man die Kinder sich selbst überlässt, beziehungsweise die Kinder in die Medienhölle entlässt, ja, und einfach die Tür zuschmeißt und nach mir die Sintflut, natürlich kann es passieren, dass dann Psychopathen daraus entwachsen. Heute schauen wir Squid Game. Ich habe gehört, da geht es um Kinderspiele. Aber ich habe auch schon mit 12 angefangen, Hardcore-Pornos zu gucken und aus mir ist ein anständiger Mensch geworden. Also ja, das muss ich jetzt mal unterstreichen. Ja, sehr gut. Liebe Eltern, wenn ihr zuschaut, achtet bitte darauf. Wie Drubana sagt, ich zocke mit meiner 8-jährigen Tochter zusammen Pokémon und das passt total. Ja, auf der Couch bis drin, das ist dann gemeinsame Zeit. Das ist ein Unterschied, wenn man gemeinsame Zeit mit seinem Kind hat und oder wenn man keine Zeit für sein Kind hat. Salz. Na gut, gucken wir weiter, würde ich sagen. Genau. Vielleicht kommen wir bis Minute 5 heute. Ja, vielleicht kommt ihr wirklich noch was. Bei uns wurde Fernsehen stark limitiert. Gezockt habe ich nie. Aber meine Kinder fahren total darauf ab. Wow, Moment mal. Das war ja Moment richtig mal. Eine Minute 5. Die nette Reporterin vom Kulturjournal, ja, hat nie als Kind gezockt, macht aber eine Doku über Zocken. Fick dich, Alter. Ganz im Ernst. Sorry, ja. Babe, aber fuck off. Das ist ja das Schöne, du kannst auch eine Meinung ohne eine Ahnung zu haben. Ja. Also, das ist ja. Entschuldigung, aber das ist halt einfach, verstehst du, das ist doch Quatsch. Egal, ja, was, sie hat gesagt, das hat ja nicht geschadet und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, bei mir war das ähnlich, als ich ein Kind war. Ich durfte pro Tag eine halbe Stunde Fernsehen gucken und musste vorher meinen Mama oder meinen Papa fragen, damit sie das genehmigen praktisch. Ja, das gab auch nur einen Fernseher im Wohnzimmer, also das ist drauf. Und geschadet hat es mir tatsächlich Frank auch ist in nicht. Einem Kult groß geworden. Was? Wo ist er groß geworden? Was? In einem Kult. In einem Kult. Achso. Sie haben den Messias angebetet. Nee, ich muss aber auch immer fragen, darf ich Fernsehen? Und dann, ja, was schaust du dir an? Ja, aber ich sage, jetzt kommt Dragon Ball um 14 Uhr. Als man ganz klein war. Aber dann so ab 11, 12 war es dann schon nicht mehr so hart. Ich musste immer nach dem, wir haben alle gemeinsam gegessen, niemand ist vorher aufgestanden, egal wie schnell er gegessen hat. Da darf man nicht schnell zum Fernseher laufen, wenn ich das Zeug schnell runterschlunge, sondern wir haben alle gemeinsam gegessen und dann haben wir noch ein bisschen geredet, so wie der Tag war. Und dann habe ich gefragt, nach einer bisschen Zeit habe ich gefragt, darf ich bitte aufstehen? Und mein Vater hat gesagt, ja, natürlich. Und zuerst immer die Hausaufgaben. Immer die Hausaufgaben zuerst. Und dann Fernsehen. Genauso war es bei mir auch im sozialistischen Polen, muss ich sagen. Aber dann, als wir hier nach Deutschland kamen und von diesem... Aber du hattest Fernsehen da drüben? Dann kam der Konsum. Natürlich. Dann sind sie in dann den Konsumstaat gezogen. Dann kam der Konsum, ja. Okay, komm, mach mal weiter. Am liebsten würde ich ihnen dieses Daddeln ganz verbieten. Denn auch wenn die vereinbarte Zeit vorbei ist, gibt es sowieso immer noch Diskussionen. Andererseits gehört das UFC, heute wohl dazu. UFC. Zocken tun alle. Aber filmen lassen will sich kaum einer dabei. Diese drei Jungs, alle 15, stehen dazu. Wollen aber auch, dass ihre Namen nicht genannt werden. Also wir machen ja selber Kampfsport und das ist auch so ein Kampfspiel. Wir machen Kampfsport, das ist ein Kampfspiel. Okay, der ist dumm. Sorry, der ist dumm, aber er muss noch ein bisschen in die Schule gehen. Es macht halt Spaß und nach der Schule oder so, wenn man kommt, ist halt langweilig, wenn man Fernsehen guckt oder am Handy spielt. Können wir auch individuell reden und spielen noch, wissen Sie? Ja, genau. Aber wir spielen die Spiele, die man zusammenspielen kann. Da macht das viel mehr Spaß. Mein Gott, so ein Kick, ne? Hast du gesehen? Ja. Also meine Eltern sagen so, wenn ich Playstation spiele, werde ich schon aggressiv und bin anders drauf, als ich sonst bin. Stimmt das?
Ja, also ich merke das auch selber. So ist das bei meinen Kindern auch. Erschreckend. Zumal man als Eltern irgendwann wohl ganz die Einflussmöglichkeiten. Ist es wirklich erschreckend oder ist es einfach nur besorgniserregend? Aber wer wird denn aggressiv vom Zocken? Wenn ich mich mal dran zurückdenke. Ich meine, ich habe ja relativ früh angefangen zu zocken, so mit 11 ungefähr, habe ich wirklich meine Zockerkarriere angefangen. Call of Duty, oder? Modern Warfare 2. Und hast dich an der Atombombenexplosion ergötzt. Ich sehe dich. Mein Freund, ich hab mit Castle Wolfenstein angefangen und mit Doom fortgeführt, Quake 1, Quake 2 und so weiter. Aber ich bin nie aggressiv geworden. Wer schreit denn hier bei euch so im Haus? Ah, das ist mein Sohn, der tötet wieder Nazis in seinem Zimmer. Nein, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht, ganz ehrlich. Aber ich finde, zocken sollte entspannen. Wenn du zocken aggressiv wirst, dann solltest du vielleicht aufhören tatsächlich. Ja, aber Frank, man beginnt. Hat ja ein ganz anderes Problem mit der Aggressivität und dadurch. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man vom Zocken aggressiv werden kann. Ja, Drubana sagt, also wenn ich manchmal am Wochenende World of Warships spiele und nur Nudel-DDS im Team habe, werde ich auch ein bisschen sauer. Also ich glaube, man beginnt zu zocken, um zu entspannen, und wenn man am World of Warships spielt, dann wird man aggressiv. Naja, ich meine, du spielst ja kompetitiv auf einem anderen Level. Die Jungs sehen jetzt nicht so aus, als würden sie jetzt irgendwie im UFC High-Level zocken. Ja, sowieso. Davon mal ab, man wird aber trotzdem nicht aggressiv. Also das ist meine These, man wird nicht aggressiv vom Zocken. Entweder man ist einfach nicht fähig, die virtuelle Niederlage zu verkraften und zu verarbeiten, dann wird man vielleicht aggressiv, das kann durchaus sein, ja, dass man quasi nicht, schon von vornherein nicht fähig ist, das einzustufen, also quasi Realität und Spiel miteinander zu trennen, verstehst du? Aber ja. Siehst du, das ist auch schwierig mit dem Internet hier, weil jeder ist vor seinem Bildschirm der Internet-Rambo, der sich nichts sagen lassen muss und schreibt er da noch rein und schreibt, Paffs Maul, ich ficke deine Mutter und pipapo, ne? Und die sind immer der geilste Ficker. Jetzt stell dir mal vor, die würden in einem Raum gemeinsam gegeneinander spielen. Glaubst du, einer von denen wird dann so eine Fresse haben? Und wenn ja, dann würde er ziemlich schnell korrigiert werden von seinem Kollegen und hätte dann eine soziale Interaktion, die auch eine Lernkurve beinhaltet, eine soziale Hierarchie. Aber das gibt es im Internet auch, alles nicht. Deswegen finde ich es auch traurig, dass es die LAN-Partys nicht mehr gibt. Früher gab es die LAN-Partys, man hat sich früher getroffen mit 2, 3, 4, 5, 800 Mann, hat eine mega LAN-Party gehabt, ja, und da ist nie was passiert, da gab es keine Schlägereien, da gab es gar nichts. Nö, alle haben gefeiert, alle haben Spaß gehabt. Das lernt man ja schon bei Brettspielen, oder? Ja, die großen LAN-Partys, hallo, bis zu 1200, 2000 Mann manchmal. Aber ganz genau, Rody. Rody hat es erfasst. Man hat früher schon auch gespielt, aber man hat halt nicht online gespielt. Man hat gespielt. Ne? Okay. Bestes Beispiel, Monopoly, Mensch ärgere dich nicht. Wer ist noch nie in seinem Leben beim Mensch ärgere dich nicht ausgeflippt? Oh, ich habe früher regelmäßig das Brett vom Tisch gefickt. Das habe ich noch nie gemacht, aber geärgert habe ich mich auch. Doch, aha. Ich hasse Mensch ärgere dich nicht. Ich habe da so ein, zwei Kindheitstrauma mit. Aber siehst du, da wird dir dann beigebracht von deinen Eltern, mal gewinnt man, mal verliert man. Hast du Pech, zeige Größe. Ne? Und dann spielen wir oder alle machen sich einen Spaß draus und schmeißen den Arm von extra, weil er sich so furchtbar aufregt. Ja, ja, und siehst du, dann lernst du automatisch daraus, wenn ich mich nicht so aufrege, stehe ich nicht in ihrem Fokus und kann unter dem Radar vielleicht gewinnen. Zum Beispiel, ne? Sonst gab es einen Familienstreit bei Monopoly, sagt drüber. Ayabelli schreibt gerade, Sharky, du weißt, wo die Pornos aussperren. Ganz genau, schon allein deswegen muss man nett sein zu den Leuten auf einer LAN-Party, weil sonst kommt man nicht an die Pornos ran. Ja? Sonst kann man nicht sagen, ey, lass mal tauschen, ja. lass mal traden hier. Lass mal. Mhm. Gut, weiter geht's, würde ich sagen, oder? Ja. Ich treffe einen Professor, der Gaming nicht verteufelt und sogar noch Vorteile für Kinder darin sieht. Sie würden ihre sozialen und kognitiven Fähigkeiten trainieren. Kognitiv bin ich dabei. Videospielen bedeutet Problem lösen. Und zwar kontinuierliches Problem lösen. Sehr komplexe Informationen müssen in hoher Geschwindigkeit verarbeitet werden. Es müssen permanent Entscheidungen getroffen werden. Gehe ich links, gehe ich rechts? Hüpfen, ducken. Man soll die Denkleistung, die dort nicht gering schätzen. Man muss einfach sagen, sehr komplizierte. Komplexes Problem. Das war keine neue Erkenntnis. Da gibt es schon längere Zeit Studien drüber, dass gerade Shooter Hand-Auge-Koordination. Das sagt Kämpfspiel, ja. Frank auch immer. Aber sein Beispiel war halt geil, ne? Diese harten Entscheidungen, die das kognitive Bewusstsein fordern. Geh ich links, geh ich rechts. Ja, diese Entscheidungen.
Ja, aber nimm dir doch nicht normale Strategiespiele. Da brauchst du durchaus schon ein ausgeweiteres Strategieverständnis. Aber Strategiespiele tun auch niemanden weh. Also meistens auch nicht. Ich stelle eine ganz steile These auf, und zwar aus meiner eigenen Erfahrung von früher. Nicht alle Menschen sind dazu fähig, Videospiele zu spielen. Es gibt Menschen, die besitzen einfach die grundlegende Intelligenz dafür nicht. Bin ich der Meinung. Ja, aber dafür gibt es Handyspiele. Das sind doch auch Videospiele. Ja, früher gab es aber keine Handyspiele. Früher gab es auch PC oder SNES. Also bevor es ein gescheites PC-Spiel gab, gab es schon Snake oder Tetris. Also wer Tetris oder Snake nicht versteht, der hat sowieso die Welt. Tetris ist mega kompliziert. Aber das erste Level schafft jeder, aber dann. Ich rede von komplizierteren Spielen halt, ne? So wie Command & Conquer zum Beispiel. Ich habe mal einen Bekannten gehabt, also früher haben wir am Wochenende immer LAN-Partys gemacht, so mit 4, 5 Personen. Da haben wir einen Bekannten gehabt, der hat auch mal gesagt, er ist ein Zocker, er wollte immer mitmachen, dann haben wir ihn einmal mal mitmachen lassen. Bruder, unmöglich. Also mit so einer Art Mensch kannst du einfach nicht spielen, weil der hat einfach von null eine Ahnung. Command & Conquer ist doch einfaches Schere, Stein, Papier. Lesen. Ja. Wir haben unsere Basen aufgebaut. Er hat einen verfickten Flammenwerfer gebaut. Ja, du brauchst doch nicht mehr. Was hast du denn? Wenn er das 50.000 Mammutpanzer gebaut hat, passt das schon. Nein, er hat einen verfickten Flammenwerfer, nur einen Flammenwerfer hat er gebaut und einen Flammenwerferturm. Das war seine verfickte Armee. Dann komm ich da an, ich weiß nicht, war ich das oder ein Kumpel, ist auch egal, schon lange her. Irgendjemand kommt da in seine Basis rein, zerfickt seinen Flammenwerfer, sagt so, ist ja voll dumm, das Spiel, ey. Ja, siehst du, da hast du ein bisschen versagt bei deiner Medienkompetenz und hast ihm das Spiel nicht gut beigebracht. Er hat gesagt, er ist ein Zocker. Ja, vielleicht zockte er lieber sowas wie Mario Kart oder sowas. Ja, gut. Gucken wir mal weiter, was der Professor zu sagen hat. Lösen. Und sie sorgen dafür, dass junge Leute ihre grauen Zellen anstrengen. Und zwar häufig in einem höheren Maße, als es die guten alten Schulaufgaben tun. Warum? Weil Videospiele Spaß machen. Die jungen Leute wollen ihre grauen Zellen anstrengen. Und habt ihr schon mal gedacht, dass zu viel Spielen, dass das so ein bisschen Zeitverschwendung ist? Ja, sehr. Weil oft schon. Ganz früh, ne, da sollte ich lernen, aber hab gespielt, aber das ist halt, ist nicht so gut. Könnte man lieber die Zeit in andere Sachen investieren, die besser sind. Die drei machen jetzt viel Sport. Aber wenn sie von früher sprechen, ist das nur ein paar Monate her. Ja, eben von früher. Und früher bin ich ehrlich, 13,5. Echt oft gespielt. Also richtig, richtig oft, also halt Nacht durch und alles. Und daran habe ich auch gemerkt, das macht Kopf nur kaputt. Also ich schlafe auch viel schlechter und alles. Der Schlafrhythmus ist richtig dann kaputt und dann ist. Ich möchte mal einwerfen, er hat ja nicht Unrecht. Aber ich finde es halt so geil, wie er sagt, ich mache Kampfsport, weil früher habe ich nur gezockt, mache Kopf kaputt. Aber jetzt macht er Kampfsport. Schon mal Sparring gehabt beim Kampfsport, macht Kopf auch kaputt. Ich spiele auch ein Kampfspiel, also hey. Ja. Ich finde sowieso interessant, dass die sprachliche Leistung der drei Jugendlichen nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau ist. Nein, aber die ist gut. Die konzentriert sich aber gerade auf Spielen. Dafür ist eigentlich ganz gut. Das ist super. Vor allem, die ist besser als die durchschnittliche sprachliche Leistung von manchen Leuten, die auf der Straße sonst interviewt werden. Hast du ja, gut, sie werden auch noch gefilmt. Da sind sie vielleicht auch noch nervös. Ja, aber nein, schau mal, die sind konzentriert aufs Spiel und kommen aus ohne Worte wie Digga und Inshallah und Mashallah. Ja, aber Macht Kopf kaputt, ist aber schon ein bisschen Man müsste fairerweise die jetzt mal ohne, dass sie zocken, interviewen. Das ist aber jetzt die Frage, ne? Die sind also multitaskingfähig, das gibt es ja gar nicht. Ne? Man arbeitet jeden Task einzeln ab, aber jemand ist halt schneller und dann schaut es aus, als würde man zwei Sachen gleichzeitig machen oder drei. Aber er ist fokussiert auf Spiel und kann sich aber dennoch unterhalten. Ich glaube, er würde sich langweilen, wenn er nur sprechen würde und würde dann quasi eine andere Beschäftigung nebenbei suchen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so wie Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist, aber es geht schon in die Richtung, ohne dass es vielleicht medizinisch bedenklich ist. Ja, das ist eine gewagte Behauptung. Ja, und das Problem, hast du vorher schon gehört. Er hat langweilig seine ist. Hausaufgaben nicht gemacht, er hat die ganze Nacht durchgespielt. Das habe ich früher auch so gemacht, das ist auch ein vernünftiger Mensch geworden. Ja, aber es fehlt die Kontrolle, da hat Brody recht. Da fehlt die Kontrolle. Etwas. Aber bei dem, was er da sagt, höre ich mehr seine Mutter als ihn selber. Ja, klar. Ja, gut. Auch die Argumentation vom Professor. Klar machen natürlich Videospiele, machen mehr Spaß als Hausaufgaben, aber die Hausaufgaben haben einen ganz anderen, ziehen auf einen ganz anderen Aspekt ab. Da geht es nicht darum, deine Hand-Maus-Koordination zu trainieren. Ist es. Und man kann die kognitiven Fähigkeiten auch steigern, indem man Schach spielt, ohne dass man Probleme hat mit dem Einschlafen, weil man zu viel blauem Licht ausgesetzt ist, zu viele
keine Ahnung, Lichtreflex, nicht Reflexe, ja. Weiß ich, was ich meine. Dass man, die stroboskopische Effekte. Ich sehe das alles nicht so eng, ganz ehrlich. Ich meine, ich bin vollkommen bei euch, was darum geht, irgendwie die Zeit müssen sie beschränken für junge Leute und für junge Menschen, die brauchen auch noch ihren Schlaf und ihre Energie und müssen auch noch lernen, alles gut. Aber sehe das Ganze noch nicht mehr so negativ, Alter. Nein, das ist negativ. Nein, ich meine es ja auch nicht negativ, aber wie gesagt. Also wir blicken jetzt halt, wir sind jetzt alle 30 oder drüber, ja, wir blicken halt jetzt mit aus 30-jähriger Lebenserfahrung zurück. Ja, ist okay, Schack. Ich habe gesagt, wir sind alle 30 oder ein bisschen drüber. Die blicken halt von einer 14-, 15-jährigen Lebenserfahrung zurück auf letzte Woche oder so. Das ist halt, aber natürlich macht das einen Unterschied. Das Problem ist ja, ich bin ja ganz bei denen. Also ich meine, ich bin ja irgendwie so ein bisschen geistig bei denen, weil meine Kindheit, meine Jugend sah einfach nicht anders aus. Ich habe meine gesamten Ferien damals mit 14, 15 vor dem perfekten Rechner verbracht. Wir haben aber nicht nur gezockt, wir haben sogar einmal 6 Wochen lang mit einem Kumpel, haben wir nicht mal einmal gezockt miteinander. Wir haben die ganze Zeit nur Maps gebaut für Blood. Ach scheiße, wie hieß das? Blood hieß das Spiel. Das heißt nicht Blood, nur Blood. Das ist ein Shooter. Könnt ihr heute immer noch spielen. Das ist Retro-Shooter, mega geil. Aber nur Maps gebaut. Wir haben nur Maps gebaut. 6 Wochen lang. Nur Maps gebaut. Wir haben kein einziges Minimal. Mal miteinander gezockt. Minimal. Aber wir waren im LAN. Also, verstehst du? Ja, nein, ich verstehe schon. Aber du musst auch denken, die Zeit, wo wir jung waren, ist eine andere Zeit, wie jetzt die jung waren. Wenn ja, damals war sowieso alles besser, ich verstehe. Nein, das meine ich nicht. Aber die Art der Spiele war anders. Vor allem auch die Intensivität der Spiele. Schau mal, wir haben früher Empire Earth gespielt. Wir haben Age of Empires gespielt. Wir haben Siedler gespielt. Das waren Aufbaustrategiespiele, wo man langfristige Pläne gefasst hat, sie entweder entwickelt oder über den Haufen geworfen hat und wieder umgebaut hat. Ne? Man musste ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir haben auch oder sowas wie Doom. Ne? Ja, das haben wir tatsächlich weißt du, auch gespielt. Aber der Unterschied ist halt... Das ist deine verklärte Sicht zurück. Es gab auch früher... haben wir auch gespielt. Wolfenstein zum Beispiel. Es gab früher schon Shooter und es gibt heute auch Aufbauspiele. Also die Argumentation finde ich. Auch, aber früher gab es nicht so viel Multiplayer-Shooter, wie es heute gibt. Weil heute ist quasi alles. Die Singleplayer-Kampagne ist nur noch da, um sich durchzubringen, um ein paar Gadgets freizuschalten, dann geht man in den Multiplayer rein. Früher hast du die Singleplayer-Kampagne gehabt, du hast eine Geschichte genossen, du hast eine Erzählung gehabt, du hast quasi eine Kampagne gespielt. Das macht schon einen Unterschied, ob ich direkt von Anfang an nur darauf aus bin, menschliche Opponenten umzubringen oder ob ich dieses Spiel spiele, das dann abhake und ein anderes nehme oder ein Strategiespiel spiele. Das macht schon einen Unterschied, finde ich. Wenn man, oder? Also ich finde schon. Also ich weiß nicht. Also wir haben sehr viel Doom gespielt früher. Ich bin der ungeschlagene europäische Doom-Meister, sage ich jetzt einfach mal so. Doom 2. Der französische Doom-Meister. Der französische Doom-Meister. Wir haben sehr viel im Deathmatch gespielt. Ne? Zu zweit, zu dritt, zu viert, je nachdem, wer halt zur Verfügung stand. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das aber nie als wie soll ich sagen, als aggressives Match gesehen. Das war alles ein Spaß. Es war alles ein mega Spaß für uns. Ne? Wir kannten die Maps. Die Jungs auswendig. Haben auch Spaß dabei. Ja, aber für uns war es halt, verstehst du, für mich war es halt nicht schlimm, wenn ich getötet worden bin von meinem Kumpel, weil, mein Gott, Leertaste hast du gedrückt, ich bin respawned und dann ging es weiter. Also Waffen sammeln und Revenge halt. Ne? Im echten Leben. Ich habe hier keinen schlechten Einfluss auf euch. Ich trinke hier Beerensaft und Wasser pur. Das Secret-Kenntnis, wo sind die Items, wo spawnen die Items? Ja. Na gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Das ist gar kein Spaß, vor allem für die Schule und alles. Mädchen zocken auch, aber andere Spiele. Und sie kommunizieren viel über soziale Medien. So wie Laura, die parallel mit ihren Freundinnen chattet. Oh, ist das ein Einhorn? Also das Kati und das Lena. Das ist ein Einhorn. Ich bin in der Mitte da. Eine Spielverabredung am Computer. Oh Gott. Das Freizeitverhalten hat sich von meiner zu ihrer Generation ganz schön verändert. Ich habe mit meinen Freundinnen noch echte Puppenhäuser eingerichtet. Kann man hier halt auch die Farbe auswählen. Und das kann man dann halt so lang machen, bis man mit der Küche sozusagen zufrieden ist. 10- bis 17-Jährige verbringen 5 oder 6 Stunden am Tag vorm Rechner. Im Durchschnitt. Während des Lockdowns kamen noch 75% dazu. Ohne Homeschooling wohlbemerkt. Reine Daddelzeit. Einer, der die Kontrolle übers Spielen komplett verloren hat, ist der 18-jährige Lukas. Bevor der Typ kommt, erholt er sich auf der Jugendsucht. Möchte ich einmal einwerfen. Er würde es besser finden, wenn man eine Dokumentation über Suchtverhalten bei Medien macht,
dass man diese dämlichen Worte wie Daddel etc. rausnimmt, weil das kommt mir so vor, als würde sie das nicht ernst nehmen. Was erwartest du von einem Journalisten, die früher nie gezockt hat? Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja, aber man muss ja nicht, was soll diese, Jugendliche werden sich diese Doku 3 Minuten ansehen, wenn überhaupt, oder 1 Minute und dann ist, weiterschalten. Aber da muss ich nicht daddeln, zocken und etc. Man kann einfach sagen, ja, aber das Problem ist ja, warum benutzt man nicht klare Worte? Konsumieren Killerspiele. Ich finde diese Doku sowieso generell von Anfang an als relativ negativ dem Zocken. Als voreingenommen. Gegenüber. Ja, vor, ja. Das wird so, das Spielen wird belächelt. So können wir ja. nicht ernst genommen. Die Probleme, die daraus entstehen, die werden ernst genommen, aber das reine, also das machen nicht, also wie es dazu kommt. Ja. Ich mag auch den Stil der Journalistin ganz gut. Wir haben jetzt immer 2-3 Minuten von ihr gehört, aber ich habe das Gefühl, als versucht sie das Ganze so ein bisschen, früher bei ihr war alles besser, weißt du, wir haben noch echte Mäuse eingerichtet, ja. Wir haben noch zusammengespielt, wir haben uns draußen noch, ihr macht wir haben noch echte Mäuse getötet, gut. Ihr macht das nur noch Handler. Wir haben uns noch echte Kerzen in die Muschi geschickt, ich meine gestopft. UKI. Wir machen sein Gesicht unkenntlich. Ich habe sehr, sehr viele Ego-Shooter gespielt, zum Beispiel Apex, Call of Duty, halt Ballerspiele, würde ich jetzt sagen, ja. Ballerspielthematik. Kreative Spiele, Minecraft Killerspiele. Oder Rennspiele, Need for Speed, Forza Horizon und das ja teilweise 10, 12 Stunden, aber wenn es dann wirklich schlimm war, auch mal 72 Stunden. Und was ist das dann? Also warum kann man nicht aufhören, wenn man da drin steckt? Es ist jetzt, ja, wenn ich jetzt ein Beispiel nehmen würde, bei Destiny 2 zum Beispiel, da brauche ich Dankeschön, da gibt es verschiedene Waffen, die man sich erfahren kann. Manche Waffen, da braucht man dann 8 Stunden für. Dann gibt es Raids, die man laufen kann. Da braucht auch Pro Raid 6-7 Stunden. Man will der Beste sein, sozusagen. Also beim Spielen von Videospielen wird Sucht erzeugt dadurch, dass man nicht immer belohnt wird, wenn man was richtig macht. In dem Falle, wenn man aber jemanden totschießt. Aber, wir haben ein paar World of Warships-Spieler hier im Chat jetzt. Ne? Ich meine, wenn ihr euch jetzt mal selbst an die Nase fasst, wenn ihr wirklich die Zeit habt, spielt ihr da nicht auch 3, 4, 5, 6 Stunden manchmal an manchen Tagen World of Warships durch? Ja schon, aber die Leute sind meistens 40 bis 50 oder schon älter. Ist okay. Haben ist okay, aber Haus, Familie, Kinder aber macht das ja trotzdem. Beruf. Ja, nein, aber du musst denken, das ist ein Unterschied, ob es ein Kind macht. Ja, aber macht das besser? Vor allem, wenn man Frau und Kinder hat, sollte man die Zeit nicht lieber mit Frau und Kindern verbringen? Ja, die sind halt, wenn man 50 ist, sind die schon groß. Also, weißt du, wenn ich eins gelernt habe, dann man soll sich auch mal um sich selber kümmern. Genau, das stimmt. Und Fluffy Power. Und wenn ich entspannen muss, ich einfach mal 2-3 Stunden auf irgendeinem Schlachtschiff zu setzen und gegenzutuppeln. Gerne. Das Problem ist halt nur, wenn du es halt wirklich jeden Tag 5-6 Stunden machst. Das ist ein guter Einfall, Wu Ching Fu. Ich glaube, irgendjemand, ein 40-jähriger Familienvater, der ist wahrscheinlich froh, wenn er mal 3 Stunden am Stück Zeit hat, um überhaupt zu spielen. Genau, und das ist, Blacky sagt und auch was Newman sagt, er sagt, dafür geht er Montag bis Freitag arbeiten und nutzt dann das Wochenende fürs Zocken. Ja, wenn er dafür die Zeit hat, wenn die Kinder jeden Tag 10 Stunden in der Schule sind und dann nur am Wochenende spielen, hat niemand was dagegen wahrscheinlich. Newman sagt auch, er geht arbeiten und so weiter. Und das Wichtigste steht nicht an erster Stelle. Aber für viele Kinder, die sitzen die Schulzeit ab oder die Schule ab und gehen dann nach Hause, weil sie spielen wollen. Weil das in erster Weil der, es ist ja nicht das Spielen an und für sich. Scheiß auf Computerspiele. Es geht um den, wie heißt es? Den Tagesablauf. Nein, nicht Tagesablauf. Mhm. Es geht um Belohnung, oder? Ja, nicht Belohnung. Es geht um den Medienkonsum. Das ist es. Es muss ja nicht Computerspiel sein. Es kann auch Fernsehen, Netflix sein. Es kann auch Internet chatten mit einem Freund aus Amerika oder irgendwelche Serien gemeinsam anschauen. Es geht um oder Pornhub, ja. Es geht um die Befriedigung des persönlichen Konsums. So. Konsumverhalten wird gepusht, generell. Weil es ist ja nichts anderes, ob ich jetzt im Geschäft was kaufe oder ob ich andere Dinge konsumiere. Ja, aber da sind wir wieder bei der Kontrolle der Eltern halt, ne? Ich meine, wenn die Kinder es schaffen, sich der Kontrolle der Eltern zu entziehen oder die Eltern keinen Bock haben darauf, ihre Kinder zu kontrollieren beziehungsweise die Konsumzeit zu beschränken, dann ist es ja generell ein Problem. Aber es ist ja nicht das Problem der Games-Branche. Verstehst du? Das passt ja. Das ist ja auch nicht das Thema der... Ist ja auch genauso, als wenn die Leute sich zu Hause im Sommer einen Pool aufstellen würden im Garten und ihre 3-jährigen Kinder, ohne dass sie schwimmen können, ins Wasser werfen würden und dann würden sie sich beschweren, dass die Kinder ertrinken. Ja, aber das ist ja auch nicht das Thema der Doku, sondern es geht um die Computerspielsucht.
Nicht um die Spiele, ja, das Spiel deswegen, generell, weißt du? Ja, aber trotzdem wird hier die Games-Branche hier so dargestellt, quasi so. Generell das Zocken, das nervt mich an dieser Doku, dass das Zocken an sich so negativ dargestellt wird. Aber wir gucken mal weiter, vielleicht entwickelt sich das ja nochmal in die positive Richtung. Naja. Irgendwas anderes, wofür es Punkte gibt. Ja, mit Rudy kommt nicht sofort. Sondern man erhält nur dann Punkte, wenn der Zufall auch noch mitentscheidet. Und diese gleichzeitig sozusagen durch die eigene Aktion ermöglichte, aber dann erst per Zufall gesteuerte Zuweisung von Belohnung. Das ist das, was am süchtigsten macht. Das wissen wir. Spielen für ein Glücksgefühl, das immer schwerer zu erreichen ist. Wer aufhört, verliert alles bereits erreicht. Das nennt man Endgame-Content, die Muschis. Dazu nein, das nennt man Glücksspielmechanik. Lukas das wollte sein Team nicht im Stich lassen. Das macht die Spielindustrie bewusst, Jörgi. Das kann man ihnen schon vorwerfen. Ja, aber sonst... Kistensystem, meinetwegen, ja. Und naja, Drop-Wahrscheinlichkeit, das ist dasselbe. Ja, aber doch. Das ist halt alles... Das ist wie in New World, wenn du was unbedingt willst, dann musst du einen Boss farmen 30, 40, 50 Mal, damit du einen Drop bekommst. Ja, aber das ist halt Farm. Ja, aber du verharmlost das und sagst, ja, das gehört halt dazu, aber das ist anfixen. Ich weiß ja, was ich mich erwartet, von vornherein weiß ich, was ich erwartet. Ja, du schon, aber die Kinder nicht. Aber die Kinder? Ja, sollen die Kinder Scheiß nicht spielen. Aber Sharky, er muss aber unterscheiden. Oh, willst du sie nicht verbieten, Sharky? Du musst aber unterscheiden, ob ich jetzt zum Beispiel in Diablo einen Boss-Run mache, Ball-Run oder was auch immer, um ein Item zu farmen, oder ob ich am Ende eine Box bekomme, wo mit viel Bling-Bling und Casino-Style ja, irgendwelche Items gesagt, rauskommen. Das ist ja ein Unterschied. Nicht zwischen Drops und Kisten halt. Ne? Ja, nicht die Kiste an sich ist verwerflich, das auch, aber alleine die Präsentation ist verwerflich. Und da kommt auch noch das, was ich vorher gesagt habe, in einem Multiplayer-Spiel, wo du dich mit anderen vergleichst, und sei es nur optisch, da ist es ein Problem. Bei Singleplayer-Spielen, die wir früher gespielt haben, oder bei nicht customizable Charakteren, die wir früher gespielt haben, wo das alles nicht möglich war, ist es bei weitem nicht so ein großes Problem, wie es jetzt ist. Weil du hast nichts, mit dem du dich vergleichst. Weil es nichts gegeben hat in einem Singleplayer-Spiel. Du spielst das durch, ob du das jetzt mit der blonden Barbie-Skin oder mit dem Pferd aus Meine Farm und ich machst, ist scheißegal. Alles gut, aber jetzt am Beispiel von Destiny 2 zum Beispiel. Das ist ein MMO. Das ist eigentlich ein Shooter-MMO. Ja? Und da braucht so ein Shooter-MMO oder ein MMO generell braucht nur mal Endgame-Content. Und die Leute wollen das. Also der Markt, also die Spieler verlangen das, dass man lange braucht, um etwas zu erfarmen. Nein, weil sonst das stimmt. Macht keinen Spaß. Etwas zu erfarmen hat noch nie jemanden Spaß gemacht. Etwas zu bekommen macht den Leuten Spaß. Das ist es. Da hat André recht. Und sie akzeptieren den Weg dorthin, weil sich das spieletechnisch von den großen Firmen so etabliert hat, dass es anders nicht mehr geht. Aber was haben wir früher gute Singleplayer-Kampagnen gehabt mit Geschichten und Story, Sharky? Das gibt's heute nicht mehr. Das ist unlogisch, was du gerade sagst. Weißt du, warum es unlogisch ist? Wenn nur die Belohnung zählt, dann würden die Spielehersteller so machen, dass die Drop-Chancen relativ hoch sind, damit die Leute relativ schnell belohnt werden. Aber da macht's ja auch keinen Spaß. Nein, weil dann spielst du das ja nicht mehr, wenn du es hast, Sharky. Wenn es doch jeder hat, ist es langweilig. Und dann ist es nichts wert. Aber wenn es selten ist... Aber mir macht es Spaß, zu looten beziehungsweise zu grinden. Ich liebe Grind-Spiele. Mir macht das dann bist Spaß. Du ein Chinese, weil die lieben das auch anscheinend. In asiatischen Ländern ist das Farmen und das Loot-Prinzip und auch das Suchtverhalten viel, viel ausgeprägter. Aber das ist es. Mehr ist warum habe ich, warum hab ich hunderte oder tausende von Stunden in Diablo 2 und Diablo 3 reingesteckt? Weil ich das Grinden mag. Gut, aber wie gesagt, was ich sagen wollte, Diablo 2 und sowas und ich habe Diablo 3, die pushen dieses extreme Glücksspiel Glücksspielding nicht so exzessiv wie jetzt zum Beispiel FIFA mit ihren Booster-Packs. Oh, FIFA ist natürlich geil. 20 Mal denselben Typen ziehen mit anderen Stats. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, das ist schlimm. Ja, warum ist es ein anderes Thema? Lass gut, wann wir weiterreden. Wir haben eine 15-Minuten-Doku reicht für uns für eine Stunde. Ich saß nur in meinem Zimmer, meistens dunkel. Man verlernt den Kontakt zu anderen Menschen. Ich habe irgendwann Probleme gekriegt, dann wirklich was mit anderen zu machen, weil ich Angst davor hatte. Online ist es nämlich viel einfacher, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, weil man sie halt nicht... Man sieht die Mimik und die Gestik der anderen Leute nicht. Man hört eigentlich nur die Reaktion übers Headset dann. Und ja, wenn man dann wirklich mit Gestik und Mimik dann konfrontiert wird, ist das schwer. Entschuldigung, aber der wird ja vorher auch schon Probleme gehabt haben. Wahrscheinlich. Mit es kann anderen sein, Leuten. Kann sein, dass er ins Spiel geflohen ist.
ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe einen guten Klassenkameraden früher gehabt in der Berufsschule. Der ist halt komplett in die World of Warcraft-Szene abgerutscht. Also wirklich komplett, hat seine Schule vernachlässigt, hat seine Ausbildung dann quasi geschmissen wegen World of Warcraft tatsächlich. Hat dann, ja, weiß nicht, 4, 4,5 Jahre von Sozialhilfe gelebt und hat halt nur gezockt die ganze Zeit. Jegliche Hilfsversuche aus dem Freundschaftskreis sind kläglich gescheitert tatsächlich. Das ging tatsächlich so weit, bis er depressiv wurde. Er wurde nach 5, 5,5 Jahren oder so, wurde er echt depressiv. Ja? Er ist dann dabei jetzt schon, ne, Gott sei Dank, raus aus dem Thema. Er hat sich da rausgezogen, beziehungsweise hat dann Hilfe gekriegt von außerhalb und alles gut. Aber klar, natürlich. Also mir ist bewusst, dass sowas passieren kann, aber. Spielt der denn noch? Es kann halt nicht jedem passieren. Ich glaube, er spielt ja nicht. Das ist. Ja, wie Derek sagt, sehr individuell. Das Problem ist ja, bei solchen Dokus wird immer gerne suggeriert, dass es allen passiert, die halt mit Gaming irgendwie zu tun haben. Und das ist halt nicht wahr. Oder dass nur das Game schuld ist, ne? Ja, aber es ist nicht nur das Game schuld, aber es ist möglich, dass es allen passiert. Es kommt meistens nur darauf an, was für ein Alter, in was für einem Alter man den Leuten diesen Content aussetzt. Umgekehrt, die Satzstruktur war nicht richtig, aber ich hoffe, es ist angekommen. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Weil Kinder sind ein leeres Gefäß oder ein nicht gefülltes Gefäß und man füllt halt alle Sachen rein. Und wenn man es selbst nicht macht als Elternteil oder darauf achtet, mit was es gefüllt wird, fühlt es sich von alleine mit allerlei Schrott. Ja. Das Lustige ist, was ich am Anfang gesagt habe, ist, man kann auch ohne Ahnung haben, eine Meinung haben. Das stimmt, weil wir haben alle keine Kinder. Von daher. Aber, ja, man hat ja selber frühe Erfahrungen gemacht. Ne? Zum Beispiel Frank ist relativ konservativ aufgewachsen. Also was jetzt so die Medienkonsum angeht. Prime ist so halbwegs konservativ aufgewachsen. Auf dem Land. Ich bin absolut free aufgewachsen. Ich konnte ab 12 Jahren konsumieren, was ich wollte. Und das hat mich auch nicht geschadet. Also jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal Spaß, es hat mich einfach nicht geschadet, aber ich habe natürlich auch selbst die Kontrolle besessen darüber. Also ich war so weit damals schon, dass ich wir haben immer schwierige Themen, das ist das Problem. Zu viel wurde, habe ich selber gemerkt, dass es zu viel wurde. Ja? Und der Prime mute ich nicht, wenn du mit dem Chat redest. Kannst du ruhig mit dem Chat reden und mit uns reden. Ja, das nein, ich will dich nicht unterbrechen. Ich verstehe den Content nicht. Zucker wird auch mehr oder mehr als Gift angesehen, weil Blecke geschrieben hat, stimmt, ich bin dafür fett und süchtig nach Zucker. Ich lese halt hin und wieder was mit. Ja, kannst du gerne machen. Okay, ja, kannst du machen, ohne dich zu muten, das ist kein Problem. Ja, okay, wir sind ja hier. Passt. Sonst verstehen wir das nicht. Sonst fehlt uns der Content. Man hat dann irgendwann Angst davor. Sein Kind im Netz zu verlieren, der Horror aller Eltern. Meiner auch. Meist sei das viele Daddeln nur das Ventil. Im Hintergrund stünden immer auch andere Schwierigkeiten. Nicht jeder übermäßige Gebrauch hat tatsächlich auch Krankheitswert. Es kann sehr gut angehen, dass in pubertären Problemlagen die Jugendlichen exzessive Spielverhalten aufzeigen über Wochen oder auch über Monate, dass sich aber auch ohne jede Intervention wieder zurückbilden würde, weil die nicht schwer beeinträchtigten Jugendlichen merken, dass übermäßige Spielverhalten sie in anderen Lebensbereichen einschränkt. Als süchtig gilt, wer die Kontrolle über die Spieldauer verloren hat. Über 12 Monate hinweg müssen soziale Kontakte, Hobbys und die Schule da niederliegen. Erst dann ist es Sucht? Ich finde das krass. Das ist ein krasser. Und Lukas ist nur einer von 700.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland mit so einem pathologischen Medienkonsum. Aber was ist es, was Kinder so fasziniert? Ihr Gehirn ist noch im Wachstum und dadurch besonders anfällig für Verführungen. Da die Impulskontrolle noch nicht ganz ausgebildet ist. Warte mal. Also, ihr Gehirn ist im Wachstum und ist dafür ganz besonders anfällig. Bruder, Schwester. Ich bin 40 Jahre alt, ich bin verfickt nochmal mega anfällig für Verführungen. Ja, ja, du bist auch ein Kind geblieben, das ist das Problem. Ja. Deswegen farmst du auch gerne. Wir wissen, das, was wir unter der Woche 40 Stunden machen auf Arbeit, das farmen. Und das, was am Ende des Monats auf dem Konto auftaucht, das ist der verschissene Drop, der viel zu selten kommt. So sieht's aus. Ja, so ist es. Aber Schalke gefällt das Farmen. Ja, aber Schalke gefällt das Farmen, siehst du mal. Ausgeliefert.
Und dennoch, Medien sind fester Bestandteil ihrer Wirklichkeit. Ja, hat auch immer mit Paketen zu tun. Ne? Nicht erst seit der Pandemie wird die Digitalisierung im Unterricht vorangetrieben. Ja, Lootboxen. Schaut auch überall sogar rein. Sogar erste Kitas in Deutschland setzen bereits auf digitale Bildung. Zum Beispiel dieser Kindergarten in Hamburg. Tablets, Mikros, Kameras und Smartphones. Ja, aber weißt du, digitale Bildung und Spielekonsum, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das ist es. Wenn Kinder kreativ arbeiten können mit der neuen Technik, um einfacher reinzukommen und ein Verständnis dafür zu entwickeln und das begleitet von einer älteren Person, das ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich mein Kind hier vor dem Fernsehen setze. Obwohl ich vielleicht so ein bisschen wegen dem Blaulicht vielleicht die Größe des Bildschirms vielleicht ein bisschen kritisieren möchte, aber... Ja, ein Filter, ja. Die Kinder wollen nicht einschlafen, wenn sie vom Kindergarten kommen. Ganz komisch. Sport sollen die Kreativität der Kleinen fördern, werden begleitend, nicht ersetzend im Kita-Alltag eingesetzt. Die Medienkompetenz, die wollen wir fördern und wollen wir den Kindern beibringen, dass Medien nicht immer nur Spaß ist, sondern wir haben auch einen kritischen Blick darauf. Ja, im Endeffekt sollen die Kinder halt auch schon auf die Zukunft vorbereitet werden, weil spätestens in der Grundschule geht's dann los. Und wenn die Kinder dann schon durch die Kita Vorerfahrung haben, ist natürlich der Einstieg in der Schule einfacher. Hier dann. So lange, bis der Bildschirm anspringt. Einen ganz normalen und kompetenten Umgang sollen die Kinder hier verinnerlichen. Wie gesagt, mit Erfolg, sagt die Kita. Tablets hätten ganz schnell ihre Sogwirkung verloren und nun nur noch den gleichen Reiz wie Bauklötze. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, auch im Kindergarten digitale Medien zu Thema. Ein interessantes Konzept, wenn du praktisch den Reiz des Besonderen wegnimmst. Genau. Dann hat er die Impulskontrolle erwähnt, dann können die Kinder das besser einordnen. Finde ich echt eine gute Idee. Ich finde es generell gut, dass die Kinder quasi, ich bin generell davon überzeugt, dass die Kinder im Kindergartenalter schon an die Technik herangeführt werden sollten. Ja, aber das sollte auch in der Schule weitergehen. Aber ihr wisst, warum die Impulskontrolle, wie die Impulskontrolle trainiert wird, indem die Benutzung des Geräts eingeschränkt ist. Weil die können damit nicht machen, was sie wollen, sondern die haben nur eine bestimmte Nutzungsmöglichkeit mit dem Gerät. Ja, das ist klar, es halt. Ja, dass sie damit die U-Porn ansteuern können, das ist mir schon bewusst. Ja, na eben, aber wenn das mal möglich ist, und das ist halt bei den normalfreien Geräten, ist das möglich, dann ist es wahrscheinlich damit dahin. Das ist wie, wenn du einen Freifahrtschein hast, wie wenn du diplomatische Immunität hast. Das ist ein Freifahrtschein für viel Scheiß zum Beispiel. Und wenn du nicht gebildet bist, dann wird es schwierig, wenn du ein Kind bist. Ich sag mal so, als ich noch damals zur Berufsschule gegangen bin, ne? Und wir hatten auf der Berufsschule hatten wir einen Systemadministrator, der eingestellt war vom Land Niedersachsen. Ich hatte ungefähr 200 Mal mehr Kenntnis über Netzwerke wie der Systemadministrator. Und das war halt natürlich dem geschuldet, dass ich mich damit beschäftigt habe und mich damit ausgekannt habe oder mich damit immer noch auskenne. Und er halt nicht. Ne? Das war natürlich der Zeit von damals geschuldet. Aber ich denke mal, die Kinder von heutzutage, also die jetzt halt mit diesen Medien aufgezogen werden oder mit diesen Medien lernen, die werden schon von Personen geführt, die halt auch Ahnung davon haben. Ja, aber schau, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob du jetzt nur vorgefertigte Medien, aka Spiele, konsumierst oder ob du deinen PC baust, das Netzwerk in einem Haus mit einem Nachbarn verlegst, damit du LAN spielen kannst, was früher halt nicht möglich ist. Die Kinder gehen nach Hause, drücken einen Knopf und es funktioniert. Die haben halt keine, ich hasse dieses Wort Kompetenz, ne? Die haben keine Hardware-Kompetenz, die haben keine Kenntnisse, ja, schon richtig. Genau, das ist halt nur der Konsum. Bei dir oder bei uns früher war das was anderes. Ich wollte eigentlich eher darauf, dass bei uns früher so war, dass die Menschen, die uns quasi etwas über die neuen Medien oder über die neue Technik etwas beibringen sollten, eigentlich deutlich weniger Ahnung davon hatten als wir selbst. Aber schau, Apple ist ein gutes Beispiel. Du machst an und es funktioniert. Das ist für alle Leute da, die zum Beispiel, gut, Leute, die auch das Betriebssystem benutzen möchten, etc. und eine Infrastruktur boten, bla 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 bla. Aber das ist halt für Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen möchten oder auch können. Kaufen Apple, weil Apple alles für sie macht. Und Eltern, die sich nicht dafür interessieren, wie etwas funktioniert, sondern nur, dass es funktioniert, die werden das halt auch nicht an ihre Kinder weitergeben. Das ist vielleicht beim Konsum dann ein bisschen anders, aber ich hasse dieses Medienkompetenz. Also das ist so ein politisches Wort. Ich hasse die, das wird den Erziehern heute in jedem Scheiß wird das ist immer ja, Kompetenz es, drin. Es hört sich ja schön an. Naja, es ist halt fluschi. Na gut, wollen wir weiter gucken. Auch den Umgang damit zu ermöglichen,
weil sie eben Bestandteil jener Lebenswelt sein werden, die unseren Kindern in der Zukunft bevorstehen wird. Ja. Genau. Aber müssen Kita-Kinder wirklich schon Spielzeug programmieren und wissen, wie sie digitale Fotos bearbeiten? Für mich gehört ein Tablet-Diplom nicht zwingend zu einer glücklichen Kindheit. Es gibt eine Menge Studien, die gezeigt haben, dass digitale Medien das tun, was sie immer tun, nämlich ablenken. Und wenn man beim Lernen abgelenkt ist, lernt man weniger. Dann wird immer argumentiert, naja, aber ich muss doch wissen, wie die funktionieren. Nun, die sind heute so einfach, dass jedes Baby sie verwenden kann. Da fällt mir ein Zitat ein von, oh, wie war denn das? Das war auch so ein ähnlicher Mensch wie der, wahrscheinlich ein bisschen älter, ein bisschen verbittert. So, meinst du so einen Typ, der überhaupt nicht für die Digitalisierung ist, so wie der Typ hier? Genau. Und der war gegen die Einführung von Papier und Stift in der Schule, weil die Kinder dann nicht mehr richtig lernen, mit Schiefer umzugehen. Ja gut, das ist ein bisschen ein antiquiertes Ding. Nein, das ist genau dasselbe Prinzip. Er, also jetzt bin ich jetzt böse, ohne ihn zu kennen, er versteht die neue Technik nicht, pauschalisiert gesagt. Würde ich ihm auch unterstellen, tatsächlich. Würde ich ihm auch hundertprozentig unterstellen. Er ist damit nicht aufgewachsen, er kennt sie nicht, er will sie aber auch nicht verstehen. Das Problem ist, er hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, jedes Kind weiß, wie etwas funktioniert und hat aber gleichzeitig auch Recht, weil es die allerwenigsten, nur ein kleiner Prozentsatz aller Menschen, die diese Technik benutzen, weiß, wie sie funktioniert. Sie wissen nur, wie man es bedient. Und das ist das Problem. Wenn alle lernen würden, wie etwas funktioniert, bevor sie es lernen, wie man es bedient. Da dürften wir alle noch in Höhlen hocken. Nein, rudimentär. Weißt du, was ich meine? Rudimentär. Könntest du ein Auto bauen? Ja, könntest du dein Smartphone reparieren, wenn es kaputt wäre? Aber ich weiß, wie es funktioniert. Das ist es, weil ich mich damit mit der Technik auseinandersetze. Ich weiß, wie ein Motor funktioniert, wo die Einspritzung ist, was Kolben sind, wie Benzin explodiert. Was ich mir noch wünschen würde für die Digitalisierung, beziehungsweise für die Annäherung der Kinder für die Digitalisierung halt, ist, dass die Kinder vielleicht sogar schon ab dem Kindergartenalter quasi an das Internet herangeführt werden, damit sie halt den Umgang mit dem Internet lernen, damit sie das Medium kennenlernen, dass man halt irgendwie vielleicht anfängt, ab der 4. Klasse die Kinder auf die Gefahren des Internets hinzuweisen. Dass man sagt, pass auf, es gibt auch böse Dinge im Internet. Und so weiter und so fort halt. Ne? Dass die Kinder auch lernen, quasi sich im Internet sicher fortzubewegen, aber auch den richtigen Umgang im Internet mit anderen Menschen zu lernen. Verstehst du? Damit wir diese Toxic Community oder diese Toxic Internet-Scheiße halt irgendwann nicht mehr haben. Ne? Die wird immer bleiben. Solange sich einer, sage ich mal, irgendwo verstecken kann und irgendeinen Scheiß rauslassen kann. Ja, das mit dem Verstecken wir sowieso spätestens in 5 Jahren abgeschafft, damit sich keiner mehr verstecken kann. Muhahaha. Ja, aber dann sind wir in der Diktatur. Welcome China, weißt du, das ist das Problem. Ja. Es ist ja der Überwachungsstaat. Das Problem ist, es ist natürlich gut, wenn man mit seinem eigenen Namen im Internet postet, was das betrifft, was man postet. Aber es ist halt nicht gut, wenn man mal einen schlechten Tag hat und ich zu meinem Nachbar sage, dass er ein rassistisches Arschloch ist, den der Blitz beim Scheißen erschlagen soll. Wenn das dann im Internet steht, in meine Akte kommt und die Stasi die immer wieder vorholt, wenn es gerade mal lustig ist. Weißt du? Das sind dann halt, ist schwierig, weil das Internet vergisst nichts. Aber mein Nachbar vergisst das vielleicht schon. Na gut, gucken wir weiter. Also, bevor wir weitergucken, der Typ ist echt schon sympathisch. Ich muss das also nicht wissen. Dann wird argumentiert, wir brauchen Medienkompetenz, damit man Fake News von Nicht-Fake News unterscheiden kann. Das ist völliger Blödsinn, weil sie können Wahrheit von Falschheit nicht durch irgendeine allgemeine Fähigkeit. Doch, kannst du schon, du Arschloch. Nee, das stimmt. Common Sense natürlich. Man sollte das kritisch hinterfragen. Ich stimme Ihnen soweit zu, dass es kein Patentrezept gibt, um zu erkennen, was ist News und was ist Fake News. Ich hasse diesen Begriff Fake News, aber... Yeah. Es gibt auch keine Möglichkeit, eine vermeintlich echte Meldung als falsch heraus zu kristallisieren, außer es gibt mehr anderweitige Meldungen. Aber zumindest zu wissen, wie ich so eine Meldung hinterfrage, wenn sie mir seltsam vorkommt. Genau, erstens das, zweitens, wenn man Fake News liest, ne, und man wird ja... Ich sag mal, jeder wird heutzutage mindestens 2-3 Mal pro Woche mit Fake News konfrontiert. Fällt einem das doch schon irgendwo ins Auge? Also man merkt sofort, okay, irgendwas stimmt ja an dieser Meldung nicht. Ich guck mal nach, ob das wirklich so passiert ist. Aber schau mal. Ob das wirklich so... Schau mal, gutes Beispiel. Was wir jetzt haben mit Kurz und ÖVP, mit der
mit der massiven Manipulation an Umfrageergebnissen, die nur aufgekommen sind, weil, ja, weil halt ein paar Idioten da waren, die zu blöd waren, um Chatverläufe zu löschen. Ne? Das waren keine Fake News. Diese Umfragen waren geprüft, die wurden von den Medien verbreitet, von einer und dann alle haben es gesagt. Wo ist da die Fake News? Wo ist da die Falschmeldung? Wenn alle sagen, das ist per Definition keine Fake News. Die Medien haben es ja publiziert. Ist eine Falschmeldung. Das war eine Falschmeldung, aber die wussten ja nicht, dass es eine Falschmeldung ist. Sagen wir so, es war eine richtige Meldung über eine Fälschung, aber sind die Medien da? Ist nicht Journalismus Dinge zu hinterfragen, ja, bevor sie es verbreiten? Aber Fake News Prime sind zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo im Internet steht, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger hat einen Elefanten geschwängert. Das wäre eine Fake News. Ja, das ist eine relativ einfach zu durchschauende Falschauflistung. Aber das kann ja jedes Kind. Wenn etwas im Hintergrund passiert, wovon keiner eine Kenntnis hat, ja, und es dann sich später herausstellt, dann war das vorher, was darüber berichtet worden ist, ja keine Fake News. Dann könnt ihr ja sagen, zum Beispiel, Frank ist ein netter Mensch. Ich habe ihn nur als netter Mensch kennengelernt. Aber es könnte ja sein, dass Frank vielleicht noch 20 Leichen im Keller hat. Ich weiß es nicht. Ne? Könnte sich irgendwann herausstellen, dass Frank 20 Menschen umgebracht hat, sie im Keller vergraben hat und irgendwann kommt das heraus und dann kommt jemand zu mir und sagt, hey, wieso hast du Fake News verbreitet? Du hast gesagt, Frank ist ein netter Mensch. Ey, ganz genau, deswegen kann niemand unterscheiden, ob es eine Wahrheit oder falsch ist. Das ist nur deine Meinung. Ich bin trotzdem sympathisch und bringe trotzdem Menschen um. Aber das kann ja ein netter Mörder sein. Genau. Und vor allem, wer definiert denn nett? Von daher. Der Unterschied ist, das eine ist eine bewusste Täuschung der Medien, also mit krimineller Energie. Und klar, aber ab welchem Punkt sagst du, die Medien müssen all ihre Quellen prüfen? Ja. Wenn ich kenne die Umfrage nicht, aber die wird ja, die wohl, Zeitung die wird, wurde die, ja auch gekauft. Ja, die Zeitung wurde ja gekauft. Die Medien haben bewusst falsche Aussagen publiziert für Geld. Nee, Die Frage ist, wussten Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie publiziert haben, was gerade gesagt wurde, dass Sie falsch sind? Das beweisen Gerichte dann. Das ist die Sache. Das beweisen dann Gerichte, weil es gibt kein wahr oder falsch, es gibt nur ein bewiesen. Und wenn du verurteilt wirst dafür, dann ist es so gewesen. Und wenn es auch so gewesen ist und du nicht dafür verurteilt wirst, dann ist es nicht so gewesen. Nur weil du für etwas verurteilt bist, heißt nicht, dass du das auch getan hast. Das ist so. In der heutigen Zeit gibt es keine... Ja, das mag schon sein, aber es war so, bis das Gegenteil bewiesen ist. Weil jetzt bist du unschuldig verurteilt, aber vorher war es so, weil du schuldig verurteilt worden bist. Du siehst, die Wahrheit ändert sich. Und niemand kann die Wahrheit von der Unwahrheit wirklich 100% unterscheiden. Aber wie sollen es dann Kinder nicht verstehen? Das ist Haarspalterei, André, oder? Nee, das ist nicht Haarspalterei. Das ist Normalität. Fake News sind aber nicht, also per se Unwahrheiten. Also per se das schon, aber... Warum muss ich gerade an die Hitler-Tagebuch denken? Weiß nicht. Du kannst auch an den lustigen Film denken, was die Boston Media School gemacht hat vor 10 Jahren, oder wie die hieß, wo sie ein Video gepostet haben, wo ein Adler ein Baby aus dem Central Park reißt und mit in die Luft nimmt. Ja, das ist in der heutigen Zeit, auch mit den Deepfakes, es ist wahr, ich habe es gesehen. Ja gut, mit den Deepfakes ist es natürlich schwieriger. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr mal darüber gelesen habt. Es gibt auch jetzt diesen Modder, der es geschafft hat für Witcher 3. Hat er, glaube ich, einen Mod gemacht mit neuem Content. Auch mehrere. Und er hat eine KI programmiert, die quasi die Stimme vom Schauspieler aus der Serie genommen hat und sie wirklich fast so 100% gleich kopiert hat mit neuen Texten. Ganz cool. Ja. Aber mega gefährlich. Aber das hat jetzt ein Mutter gemacht. Ich will nicht sagen, dass das Geheimdienste schon viel, viel länger oder Firmen schon viel, viel länger kommen. Ja. Aber wenn es ein Mann kann, dann wird es halt kritisch. Und Gerner hat recht, ihr schweift ab. Wir gucken weiter. Sie nur Vorwissen haben. Und je mehr Sie wissen auf einem Gebiet, ich zum Beispiel in der Medizin, da kann ich sehr schnell sagen, das ist Blödsinn und das taugt was. Weil ich Ahnung von Medizin habe, nicht weil ich Medienkompetenz habe. Spiele wie Call of Duty kosten 70 Euro und mehr. Der amerikanische Entwickler verdient aber auch viel Geld durch Zusatzinhalte, die Spieler sich runterladen können.
Damals haben wir vor allem, also wir haben viel Geld in diesen in Spielen investiert und alles. Ja, sehr viel Geld. Und das bereue ich jetzt bis jetzt immer noch. Weil mit diesem Geld konnte ich mir echt er spricht so, als wenn er das Geld selbst verdient hätte, weißt du? Ja. Und vor allem, er sagt investiert, er kennt die Bedeutung von einem Investment nicht. Aber ja, ich weiß, das ist Haarspalterei, ich weiß. Und das spielt ja auch. Aber ich wollte es nur mal angedeutet haben. Ja, war schon unnötiges Geld für PlayStation auszugeben. Wir haben bestimmt locker 1000 Euro oder so. Locker. Wenn schon mehr. Jeder, locker. Wenn schon mehr. Mehr als 1000 Euro bestimmt. Und wir haben kann da so viel Geld aus? Also manchen Spielen kauft man sich halt mit dem Geld so Charakterskins, dass mein Charakter anders aussieht und nicht so wie jeder andere. Oder in FIFA zum Beispiel kaufe ich mir so FIFA-Packs. Ja. Und mit dem Pack kann ich halt Karten ziehen, die richtig gut sind, dann habe ich ein besseres Team als die anderen. Ja, genau. Das ist halt richtig schäbig mit dem FIFA-Pack. Oder man verkauft es und kriegt so Spielgeld oder so. All ihr Taschengeld haben sie in den letzten Jahren hier reingesteckt. Ich finde es unmoralisch, Kinder und Jugendliche so abzuzocken. Viele Spieleentwickler arbeiten offenbar mit einer Menge perfider Tricks. Du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Wichser. Alter. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Ich konfrontiere den Verband der deutschen Games-Branche mit dem Vorwurf. Wir haben da eine Verantwortung, nehmen wir auch sehr ernst. Wir haben zum Beispiel mehrere Tochterunternehmen und Institutionen, die wir auch mitfinanzieren. Das ist einmal die USK, die kümmert sich den ganzen Tag um Jugendschutz. Und wir haben auch eine Institution, die heißt die Stiftung Digitale Spielekultur. Und die macht ganz viel im Bereich Pädagogik. Taschengeld zu hoch, sagt Maria Körfer. Zum Schluss ist ein Dreiklang, ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, gerade beim Thema Jugendschutz, da sind Unternehmen Just gefragt, chatting. Das ist aber auch der Staat und die öffentlichen Institutionen gefragt. Und als drittes natürlich die Eltern. Die Gaming-Industrie verhält sich etwa so wie die Drogenmafia. Sie schadet eine Menge jungen Menschen und profitiert davon. Ich möchte mal einwerfen, die Drogenmafia agiert ungefähr so wie die Lebensmittelindustrie mit dem Zucker und dem Zuckerersatz und dem Fett. Die schaden vielen jungen Menschen und Alten. Vergleiche mit der Drogenmafia könnte man auch in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens. Lebensmittelindustrie. Ja. Boah, ich bin jetzt fett geworden, weil ich nur Chips und anderen Scheiß gefressen habe. Ihr seid schuld. Allein wie mich der Staat abzieht bei den Steuern, das ist schon kriminell. Also, ja. Ich sag ja, man kann ganz viele Vergleiche ziehen, wenn man möchte. Wo ich Lohnsteuer bezahle, um dann Mehrwertsteuer zu bezahlen und bei Wiederverkauf nochmal eine Mehrwertsteuer zu bezahlen. What the fuck? Das ist kriminell. Ja. Also ich glaube, der zieht diesen Vergleich bewusst, um zu provozieren und seine Meinung zu unterstreichen. Vielleicht ist das ein Stilmittel von ihm, man weiß es nicht. Ja, ich meine, er hätte es halt sagen können, er hätte es entkräften können, indem er sagt, ein Stilmittel so wie die Drogenmafia. Ich meine, generell hat er nicht Unrecht. Ne? Also jetzt mit seiner Behauptung halt, dass die Gaming-Industrie durchaus perfide vorgeht. Und wir hatten ja Zeiten hinter uns, wo es auch wirklich perfide war, wo auch in Deutschland beziehungsweise ein EU-Gerichtsurteil gab vom Europäischen Gerichtshof, dass halt diese Loot-Quests beziehungsweise, nicht Quests, die Boxen, Lootboxen halt verboten hat, beziehungsweise eingeschränkt hat, kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Das kommt ja nicht aus dem heiteren Himmel. Natürlich hat man sich damit auch auseinandergesetzt, in der Politik auch. Ne? Auch was Numen sagt, er sieht die Eltern an erster Stelle und nicht an dritter. Aber die Eltern haben teilweise, ich spreche nicht für alle, aber viele haben halt keinen Bock, die stimmen dieser Teilentmündigung der Erziehung ihrer Kinder gerne zu, damit sie weniger Arbeit haben, weil der Staat sie halt so einbindet, dass sie viele nicht mehr die Belastung ertragen von Arbeit und Kindererziehung. Und der Staat springt natürlich gerne ein und erzieht eure Kinder für euch. Ist mit ein Grund, natürlich, klar. Aber ich sag mal so, ich unterstelle einfach mal den kinderhabenden Paaren auch mal ab und zu mal ein bisschen Faulheit. Natürlich, das ist durch die Blume gesagt, viele Leute sind einfach scheiße faul oder haben es unterschätzt, wenn sie ein oder zwei Kinder auf einmal haben und werden dann damit nicht mehr fertig. Aber man muss auch sagen, viele machen auch Kinder und haben das eigene Leben nicht ganz unter Kontrolle und vielleicht versuchen sie dann durch das Kind dann auch Positives. Sagen. Aber wie gesagt, das ist jetzt deswegen habe ich auch keine Kinder, weil ich mein Leben auch nicht unter Kontrolle habe. Deswegen. Ja, aber er hat sein Leben schon unter Kontrolle, aber man schaut halt, dass es in gewissen Maßen so stabil verläuft, wie man es halt gerne möchte. Sagen wir so, das mag ja auch nicht jeder. Statt staatlicher Kontrolle Elternpflicht. Doch viele scheinen überfordert. Denn 50% der Eltern machen ihren Kindern keine zeitlichen Einschränkungen und 33% beaufsichtigen die Inhalte überhaupt nicht. Geht ja von meiner privaten Zeit ab, wenn ich das machen müsste. Viele Eltern ist schlecht, sie können überhaupt gar nicht nachvollziehen, was ihre Kinder da mit den Computerspielen, den sozialen Netzwerken
bewerkstelligen, was sie da machen. Aus pädagogischer Sicht würden wir schon einfordern, dass Eltern sich interessieren, dass sie Grenzen setzen, altersgerecht auch immer neu ausjustieren mit den eigenen Kindern. Nicht nur limitieren, sondern verstehen, was man, also ich, da verbietet. Heißt, auch mal gemeinsam mit den Kindern zocken. Und dann von Anfang an Grenzen ziehen und immer am Ball bleiben. Auch wenn es wahnsinnig viel Kraft kostet. Vermutlich ist es, wie immer, ein Kompromiss zwischen beiden Extremen. Ich warne besonders vor der Nutzung durch Kinder und Jugendliche, weil deren Gehirne eben noch im Entstehen sind. Und deswegen, was wir da falsch machen, das bleibt dann auch falsch und ist nicht mehr veränderbar. Und das, das stimmt wirklich nicht. Ja, oder man macht es von Anfang an richtig und dann bleibt es auch richtig. Ja, oder man macht, wir sind ja, das ist nicht veränderbar, das ist ja falsch. Man lernt ja immer dazu, man lernt aus seinen Fehlern. Jein. Man muss halt also korrigieren. Weißt du, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also ja, Spruch, das stimmt ja auch nicht. Der Spruch kommt nicht. Das ist auch nicht richtig. Ja, das stimmt. Das ist auch nicht richtig. So Quatsch. Wie jetzt würdest du bis zu 20 bis lernen? Oh nein, sagen wir bis zu 30 bis lernen. Ah, sagen wir doch lieber bis zu 40 bis lernen. Es gibt Leute, die lernen auch mit 60 noch. Also die, ja, natürlich. Es fällt deutlich leichter im Kindesalter irgendwas zu lernen. Nimm doch Musik ins Ja, aber das, was er meint wahrscheinlich, ist weniger lernen. Ich glaube, das, was er hier meint, ist konditionieren. Ich glaube, er will es nicht sagen. Er will das Wort konditionieren nicht in den Mund nehmen, aber ich glaube, er meint es. Konditioniert auf was? Nein. Die Kinder zu konditionieren. Ja, auf was konditionieren? Ja, auf die Wünsche, auf seine Wünsche wahrscheinlich, dass die Kinder nicht so erzogen werden, wie sie zurzeit erzogen werden halt. Ja, aber die Kinder werden doch konditioniert von den Spielen. Ja, ja klar. Natürlich, ja, von den Spielen, aber nicht von ihm. Beziehungsweise nicht von den Eltern. Seinem Gedünken halt, ne? Verstehst du? Also, ich habe das so immer so gelernt von meinen Eltern. Spiele und Dinge, also die mir gefallen, sind ein Vergnügen, daher kommt es ja. Und ein Vergnügen muss man sich verdienen. Bedeutet, wenn ich etwas leiste, was vielleicht nicht für mich, aber vielleicht für die Gemeinschaft, für meine Eltern oder auch für mich wichtig ist, auch wenn ich das noch nicht verstehe und es eher als Strafe und Arbeit ansehe, dann bekomme ich eine Belohnung. Und das ist mir dann ein Vergnügen. Und wenn man das ein bisschen einhält und dann seine Kinder da begleitet, glaube ich, gibt es nicht so große Probleme. Aber man muss halt sich halt die Zeit nehmen oder auch die Zeit haben. Das ist halt... Ja. Man kann halt nicht immer nur Vergnügen haben. Wie gesagt, ich habe keine Kinder. Jetzt mal angenommen, ich hätte Kinder. Ach, ist ein Franzose, ja. Ja, bin ich. Oui, oui. Jetzt mal angenommen, ich hätte Kinder. Ich weiß nicht, wie ich das... Ganz ehrlich, jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Ich weiß nicht, wie ich das handhaben würde. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Mischmasch aus meiner Kindheit und ein Mischmasch aus Primes gerade erzählten, wie soll man sagen, Strategien. Ja. Schwierig. Schwierig halt. Ja, mal schauen. Ja. So, gucken wir nochmal die restlichen paar Sekunden. Grundsätzlich ist meine Haltung zum Videospielen bei jungen Leuten erstmal, dass wir optimistisch sein sollen, dass wir die Vorteile, die das hat für Entwicklung, für Wohlbefinden, anerkennen, wertschätzen sollten, bevor wir über die Probleme reden. Ja, er geht halt positiv an die ganze Geschichte ran. Er geht halt negativ an die ganze Geschichte ran. Unterm Strich ist wichtig, was am Ende bei rauskommt, nicht wie man zuerst rangegangen ist. Das ist... Ja. Also wenn ich an meine Schulbildung heranziehe und jetzt ein Fazit unter die Doku setzen möchte, würde ich sagen, die Doku ist positiv, weil negative Aspekte werden zuerst gesetzt, die positiven, ich meine, der Schlusszitat ist von dem Menschen, der der Sache positiv gegenübersteht und das, was hängen bleibt. Also ist die Doku eigentlich vorsichtig positiv optimistisch. Ja, wurde Frank schön manipuliert mit dem positiven Abschluss. Jetzt noch ein Schnäpschen am Ende, Frank. Bekommst du vom Wirt spendiert, dann gehst du auch lieber wieder her. Ja, natürlich. Ja, funktioniert es da, oder? Das ist ganz genau, ja. So aber war okay. Dafür, dass die Doku jetzt nicht so besonders viel hergab, haben wir doch relativ viel darüber gesprochen, was mir ganz gut gefallen hat. Danke dafür schon mal. Erst ist halt mal wie ein Podcast. An euch drei. Ja, ja, ist wie ein Podcast. Aber ich finde, du hättest ein lustigeres Thema auswählen können. Das ist ein bisschen ich habe einen richtig geilen Doku rausgesucht. Ich hätte voll Bock auf Satanisten. Hast du ihr seid so medienunkompetent, dass ihr euch noch nicht mal geschafft habt, bei YouTube als Volljährige anzumelden. What the fuck? Ich werde sofort meinen Personalausweis an Google schicken. Beziehungsweise die beiden Österreicher, Rowdy und Prime, dürfen das in ihrem Land noch nicht mal angucken, weil sie beschnitten werden von ihrer Regierung. So sieht es nämlich aus. Die wollen uns nur schützen vor diesen... Also, streng genommen beschneidet Deutschland die beiden.
Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Stimmt, der NDR möchte nicht, dass wir das ansehen dürfen in unserem Land. Hallo Erik. Ja. Jetzt möchte ich eine Hallo, Frage Erik. In den Chat stellen. Ich bin ja ein Verfechter unseres Podcasts. Seinerlei kann ich dann meinem unkontrollierten Spielekonsum frönen, während ich mit Schalke und Frank über Themen aus aller Welt spreche und niemand sieht es. Und andererseits bin ich kein Freund von React-Videos. Wie habt ihr denn diese Sharkys neue Variante des Podcasts wahrgenommen, mit Franzosen Sharky und einem Rody, der nicht zu Wort gekommen ist, und einem Frank, der sich nicht zeigen möchte? 50-50, sagt keiner. Ich bin gespannt. Also, jeder hat eine Meinung. Es muss nicht jeder sie mitteilen. Gott bewahre bitte nicht. Aber ein, zwei Meinungen möchten wir doch haben, dann können wir die selektieren, die uns gefallen. Also ich kann ja meine Meinung... das kann ja schon aus dem Aber ich möchte Rody nicht schon wieder unterbrechen. Hier, leg mal los. Nee, wegen der Meinung selektieren. Bei der Umfrage muss das rauskommen, was man will. Ne? Ganz genau. Also haut in den Tasten, Chat. Haut in den Tasten. Wie hat es euch gefallen? Fandet ihr es gut? Mal abgesehen jetzt von dem Thema, was wir heute besprochen haben, weil das war auf die Schnelle rausgesucht natürlich. Aber wollt ihr mehr davon? Wollt ihr mehr davon an einem Montagabend? Wollt ihr, dass wir uns weiterhin Dokus reinpfeifen und darüber sinnieren mit euch zusammen? Nicht nur Dokus, ich will auch lustige Dinge machen. Oder auch ab und zu mal ein paar Fail-Videos angucken. Das geht natürlich auch, klar. Zusammen lachen ist gerne mit einem anderen Thema, sagt Morigus. Okay, also das Thema ist immer auszutauschen. Wir können es auch so machen, dass Schalke auf dem Discord fragt, ob ihr welche Vorschläge habt. Die Themen müssen halt jugendfrei sein, das Bildmaterial muss jugendfrei sein, den Twitch-Richtlinien entsprechen und so weiter und für uns alle zugänglich sein. Dann, genau, dann kann man abstimmen lassen. Ja, aber das stimmt, man könnte theoretisch oben abstimmen lassen. Schalke könnte das machen, wenn ich glaube. Ich glaube, ich kann hier gerne abstimmen. Du hast das, glaube ich, ausgeschaltet. Bei dir, bin ich kompetent genug, um da was auszuschalten? Du bist nicht kompetent, da ganz genau. Ist alles an. Das muss nur funktionieren bei mir. Wenn ich den Knopf finde, bin ich schon froh. Du bist nicht kompetent genug, ja. Die wichtigste Frage ist doch, wird Schalke nächstes Mal ein Wikinger sein? Vielleicht, wer weiß das schon. Das finden wir nur beim nächsten Mal raus. Blacky sagt, er fand es interessant, er hat sich noch nie, egal wo, irgendwo hingesetzt, vor allem nach Feierabend, und hat mehr oder minder an sowas teilgenommen. Das ist schon mal positiv. Ja, finde ich auch. Ich habe jetzt tatsächlich erstmal Twitch aufgerissen und jetzt verstehe ich erst, warum alle sagen, Schaki ist ein Franzose. wie haben wir das gemacht, ne? On the fly haben wir das gemacht. Find ich lustig. War eigentlich ein anderes Thema geplant. Ich kann ja vielleicht nochmal ausführen, worum es in dieser Satanisten-Doku geht, weil wir es sowieso nicht gucken können. Die Doku fängt relativ lustig an, also so, als wenn sich die Doku halt lustig machen möchte über die Satanisten, aber es geht nämlich um die The Temple of Satan oder sowas, wie auch immer die Vereinigung heißt in Amerika. Das sind quasi Satanisten in Anführungsstrichen, aber eigentlich sind es keine Satanisten. Und die ficken in Amerika das Justizsystem, indem sie sich auf die Religionsfreiheit berufen und Aktionen gegen den Staat machen quasi. Das heißt, sie wollen quasi zeigen, ja, wenn ihr Religionsfreiheit wollt, dann müsst ihr uns auch akzeptieren. Ja, und das ist mega witzig. Also die Doku ist richtig gut. Schaut sie euch an. Ja, wir erwarten ist, dass das Feedback tatsächlich relativ positiv. Ja, finde ich auch. Also was schreibt erwarten? Irgendwas mit Sexsucht vielleicht. Ja, ich will die Brüste hier sehen. Das ist, ja. Außer Sharky ist meine Brüste. Ich wollte Sharkys Leben porträtiert haben. Wenn ihr noch sehr gute Dokus sucht, würde ich kurz gesagt auf YouTube empfehlen, sofern noch nicht bekannt. Die machen das richtig klasse. Kurz gesagt, in a nutshell. Ich kenne den englischen Channel, glaube ich. Ja, kenn ich. Nächste Woche, die Jagd nach Gaddafis ist Milliarden. Das ist. Das Problem ist, Chat, wir dürfen keine urheberrechtlich geschützten Dokus zeigen, nur aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen halt. Das geht, öffentlich-rechtlicher Fernsehen geht. Das geht schon, ja. Ansonsten halt alles, was so als Privatdokumentation oder privat finanzierte Dokumentation auf YouTube zu finden ist, können wir hier nicht zeigen, aus rechtlichen Gründen. Fürs nächste Mal müssen wir sogar noch Prime dazu anhalten, noch einen Schriftzug oben reinzusetzen, Dauerwerbesendung. Dann sind wir auf der richtig safen Seite, falls hier irgendwas gezeigt wird. Ja? Weil wir wissen ja nicht, was in der Doku gezeigt wird. Es könnte ja eine Cola-Dose gezeigt werden, es könnten Schokobons gezeigt werden. Ja? Wir wollen ja keine Werbung machen. Beziehungsweise der Schriftzug Dauerwerbesendung ist halt dann Pierre safer. De Franc.
Jede Frau. Guter Wein, wirklich guter Wein. Ja, also. Bitte, bitte. Hab ich gerne gemacht für dich mit meinen französischen Füßen. ZDF-Mediathek gibt es. Ja, genau. Also wir werden uns da durchaus bedienen. Wir werden das so machen dann in Zukunft, dass ich dann Frank und Prime quasi das Thema vorher schon ein bisschen nennen werde. Ich werde ihn natürlich nicht die Doku nennen, aber das Thema werden wir besprechen vielleicht. Wir werden es uns vorher nicht angucken, damit wir halt alle überrascht sind von der Doku. Warum machst du mich so groß? Weil Ikea-Möbel im Hintergrund sind und dann haben wir mega Werbung. Hörst du auf? Gestern wow. Weg. Nein, danke weiter. Nein, das geht weg. Das ist peinlich. Hör auf, ich sehe das jetzt nicht, was du da machst. So. Ja, gut, wenn es euch gefallen hat, freut mich das natürlich. Wie hat es euch gefallen? Wie hat es dir gefallen, der Prime? Wie hat es Rolly gefallen? Wie hat es Frank gefallen? Ja, es war Spaß witzig. Es war tatsächlich witzig, finde ich. Es war witzig. Ja, war cool. Ja, war mal was anderes. Hat Spaß gemacht. Ja, habt ihr gesehen, ne? Also. Schalke ist natürlich der Brain, ich bin Pinky, ich habe einen dünneren, kleineren Kopf, ich bin nicht Franzose und Brain ist Franzose, wie wir alle wissen. Und dann sehen wir uns mit einem anderen Thema, Montag 20.30 Uhr und vorher spielen wir irgendwas. Hörst du jetzt auf? Das ist ja, die freaken mich aus hier. Nein, Schalke ist über mir. Danke, die Augenbrauen. Berechtigung, oder? Naja. Na, seht ihr, dann... Mir hat es auch Spaß gemacht. Mir hat es also auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Und ich freue mich schon auf den nächsten Montag. Seid dabei, wenn es wieder heißt Primetime auf dem Prime Channel. Die alles entscheidende Frage ist jetzt natürlich, dafür all jene, die es sonst im Podcast hören, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn ich das auf YouTube hochlade und einfach keine Werbung schalte oder so, bekomme ich da trotzdem Probleme, weil es nicht unser Content ist? Nein. Dann nicht, dann ist ja, egal. Das ist... Ja, dann machen wir das. Dann werden wir das einfach immer mit einer Woche Abstand. Dann könnt ihr das da als Hörbuch quasi hören, mit Doku halt im Hintergrund, mit Hören nur. Jetzt habe ich überhaupt keinen Werbeblock für unsere E-Mail-Adresse gefahren. Da muss ich dann Werbung einpacken. Wir brauchen, glaube ich, keine E-Mail-Adresse mehr. Die Leute haben jetzt schon im Chat geschrieben, on the fly. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne, wenn wir das halt auf Twitch machen und live und mit Video. Die Leute können dann quasi sofort mitmachen, sind mit involviert. Das finde ich super. Das gefällt mir. I like. Trotzdem, wenn ihr mal Zeit habt, drückt, gebt frisch und fröhlich in die Fresse in Google ein, dann kommt ihr auf unsere E-Mail-Adresse, genau, auf unsere Homepage und dort ist unsere E-Mail-Adresse. Oh mein Gott, kannst du das auf deine Homepage einbetten, das Video da? Ja, kann ich tatsächlich machen. Ja, krass. Dann machen wir das vielleicht so.